Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Das ist die Musik von Tom Steinbrecher, die ihr jedes Mal hört, wenn ihr unseren Podcast einschaltet oder anmacht. Und das ist die neue CD von Tom Steinbrecher. Lighthouse Serenade, ein Instrumentalalbum, was ich am Wochenende gehört habe. Tom ist Musiker und Produzent von vielen Hörspielen und mischt sehr viele Hörspiele ab, unter anderem auch eins, was ich heute mitgebracht habe. Und es ist ein Instrumentalalbum, es ist ein Soundtrack für einen Film, den es noch nicht gibt. Oder für ein Hörspiel, das es noch nicht gibt. Das ist sehr schön, ist ein bisschen 80s, ein bisschen Gitarre, ein bisschen... Was aber kommen könnte. Mark Knopfler, das kommt ja gerade sehr stark. Und ich meine, Tom ist sehr jung. Ich weiß gar nicht, ob er die 80s bewusst erlebt hat oder im Kindergarten. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Album, Lighthouse Serenade. Und da Tom uns seine... Das ist voller Wortspiele. Jetzt zum Beispiel Serenade oder Aufglanz ist auch ein schönes Wort. Ja. Ich finde aber, Kim-Linie klingt so ein bisschen wie hintenrum. Ja, ist nichts. Aber das Schöne ist, dass er die CD auf zwei Seiten quasi eingeteilt hat. Ach was. Seite A und Seite B. Ah, ja. Also Retro Lighthouse Serenade, die neue CD von unserem Freund und somit Provider unserer Titelmelodie. Tom Steinbrecher. Nein. Wer grätscht einem zuerst rein? Und somit herzliche, warum will ich immer herzlichen Glückwunsch sagen? Ja, weil das man ist kann die Leute, die das sehen und hören, nur beglückwünschen, Gary. Herzlich willkommen herzlichen Willkommen. Ja. 37. Du bist ein elender Wucherhund. Was lässt du dir denn im Bart so wachsen? Ist ja, es geht auf Weihnachten. Ja, es kostet nichts. Aber wir sind beide, alle drei doch sehr bebärtet. Ne? Bebärtet. Die Bärbel, ja, die auch mal die bebärteten Bärbels. Ja, genau. Ja, doch, wieso? Thorsten trägt doch auch immer. Naja, geht so. Ja, wir haben mal Rick und Morty hier vorne. Wir sind natürlich wieder im Little Nemo in Bochum. Und das, die sind mir gerade, vor allem die Pläte von ihm, sehr schön. Er hat gerade gekotzt. Also Rick and Morty, natürlich eine der besten Serien. Folge ihm nach gleich. So, boah. Hast du eigentlich jemals eine Rick and Morty Folge gesehen, Thorsten? Eine? Viele davon. Ja. So, viele ersten beiden Staffeln komplett. Gibt es ja auch komplett auf Netflix. Ja, ja. Und ich glaube, ich habe die erste der dritten gesehen. Aber lass uns doch einfach mal anfangen. Wir waren gestern endlich mal wieder drei Männer gemeinsam, im Schnee. Gemeinsam. Mit Kind und Kegel, könnte man sagen. Waren wir im Kegel. Waren wir. Hast du den Kegel mitgenommen gestern? Ich habe mir gedacht, du wärst der Kegel. Nein, eigentlich. Kegel. Und waren in Wonder Woman. Wonder Woman. Ein Fisch namens Wonder Woman. Genau. Und es war eine super Heldenfrau Origin Story. Richtig. Ne? Erstmal muss ich sagen, dass ich es sehr genossen habe, endlich, dass wir dreimal wieder was zusammen gemacht haben, außerhalb dieses Podcastes. Das ganze Kinoerlebnis drumherum, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich, ich bin nicht mehr so oft im Kino und seit gestern weiß ich auch wieder warum. Eine Stunde lang irgendwelche doofen Filme. Ja, komm, ich meine, komm, das Schöne, Hip-Hop-Werbung. Die Hip-Hop-Werbung war gut. Okay, das lag aber auch. Wie hießen die noch? Die 187 Apartment, Street Boys so, oder so? Ja. Keine Ahnung. Da muss ich sagen, mein Reisepass ein. Also ich saß zwischen Thorsten und meiner Frau und das war sehr lustig und das ist ja immer schön, wenn man zusammen mit Kumpels da ist und man kann über das lachen, was man da sieht. Aber wie viele Bulli-Paraden der Film, Trailer haben wir gesehen? Wir haben 17? Locker. Keiner hat Sinn ergeben, aber wir haben 28 gesehen. Kann sich überhaupt noch irgendjemand... Franzi, weißt du, das ist echt so. Kann sich da überhaupt noch irgendjemand dran erinnern an die Bulli-Parade? Ich meine jetzt von dem neuen Kinopublikum. Es scheint aber so eine krasse Nummernrevue zu sein. Ja. Naja. Also das ist... Sie haben gesagt, sie machen jetzt einfach Best of All und ziehen das jetzt durch. Ja, sonst sollte man machen. Ne? Was haben wir noch für gute Trailer gesehen? Also Spider-Man Homecoming, da freue ich mich allmählich drauf. Ja, doch sehr. Ach, Gary, du bist ja so passiv-aggressiv. Ja, ich werde immer gesagt, ich bin... Weil du sagst, bin ich eingepennt. Nö. Da kommt Kaffee danke, von der Seite. Das ist ganz reizend. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und so, wie immer in der Will Smith. Der Thorsten, die Men in Black Tasse. Will Smith. Ich sage da mal nichts zu. Genau wie zu Will Smith selber werde ich mal zu der Tasse nichts sagen. Ich hätte dich knutschen können. Ja, schade. Wir wären ja beinahe nach London gefahren. Ja. Aber weil so ein Schwachmat wieder in irgendwelche Leute reinfährt, mehrere Sachen passiert. Genau. Gal Gadot hatte was am Rücken, Rücken verhoben. Naja, und bei dem Film kann man ja auch verstehen, da ging es ja aber auch ab. Also die ganze Kinoerfahrung gestern nochmal, ohne euch hätte ich mich wieder total geärgert. Der Film ging um 20.45 Uhr los, super Zeit. Ja. Und ich war kurz vor 12 Uhr. Der Film ging los um 21.15 Uhr, startete das. Ich guckte nochmal eben auf die Uhr, als der Film dann startete. Bis dahin hatten wir eine sehr sinnbefreite Ballerei.
Ballerwerbung gesehen. Ja. Lucky Logan fand ich aber ganz gut. Lucky Logan, der neue Steven Soderbergh mit. Das ist Soderbergh. Soderbergh ist aus der Rente zurückgekommen nach Magic Mike und hat dann mit Channing Tatum, Adam Driver und einem großartigen Daniel Craig. Ja, das ist der Assi, der er immer sein wollte, hat es endlich geschafft. Genau. Ich glaube nicht, dass er nochmal Bond spielt nachher. Vor allen Dingen stellt er da so ein bisschen auch so diese Ocean's 11 Ästhetik, ist ja vom Thema her ähnlich. Und stellt die Ästhetik. Kontrakariert sie. Ja. Genau. Aufs Treffen. Komplett auf den Kopf. Wohlan. Von da. In der Tat. Sehr gut. Und da muss ich auch sagen. Mume. Ich habe den Trailer zum ersten Mal auf Deutsch gesehen und da muss man wieder Hut ab vor Dietmar Wunder sagen, weil er nicht nur die Stimme von Don Cheadle ist und Daniel Craig und von Adam Sandler, sondern er hat es auch geschafft, Daniel Craig spricht im Original keinen englischen Akzent, Dialekt, sondern so einen amerikanischen Assi, so einen amerikanischen Vollkern-Assi spielt er. Und Wunder hat es auf wundersame Weise mal wieder hingekriegt. Das quasi obwohl, kongenial obwohl da muss man aber auch mal Lob sprechen, der Daniel Craig, der das im Englischen hat, der das auch super gemacht. Es kommt total gut rüber. Ich kenne den Trailer ja schon seit ein paar Tagen. Der Trailer kennt dich auch. Ja. Der Daniel Craig, der kann das auch in Englisch. Ja, Craig kann das und er spielt einfach diesen total ekligen, bulligen Typ. Der kann das auch in Englisch gut. Ist gut. Ich glaube, er kann es nur in Englisch tatsächlich, aber. Ja, und dann haben wir den Film gesehen. Genau. Und über den reden wir jetzt. Eine Origin-Story, die weitestgehend auf Gran Canaria spielt. Und die erste halbe Stunde spielt auf einer Travestie von Gran Canaria. Und so ein bisschen Cinque Terre dabei. So ein bisschen Amalfi-Küste. Cinque Terre, Amalfi. Bei Friaul, beim Küstenstreifen namens Friaul. Und es war, es ist viel Amazonengewichs, dass man auf jeden Fall sagt, wir reiten und kämpfen. Ich muss jetzt den Begriff Amazonengewichs aus meinem Kopf rauskriegen. Es ist, du weißt, was ich meine, Frauen in Rüstung, wo man nicht fragt, welcher Schmied hat die denn da reingewämst? Ja. Und die reiten da rum und das sind alles Frauen, was ja bei Amazonen jetzt auch nicht so selten ist. Ja. Jürgen. Amazone. Es war quasi Amazon Prime. Ja, klar. Es war Amazon Prime, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, der diesen Gag gemacht hat. Ja, es war. Deswegen habe ich davor zurückgeschreckt, aber wiederholt habe ich ihn doch. Aber man muss ihn machen. Und ja, man steht ja im Raum. Claire Underwood ist da die Schwester von der Königin. Ich dachte die ganze Zeit, dass sie mir sagt, Frank, weißt du, dass sich mit ihm zurückzieht auf eine Kippe, eine Klippe. Ja, so. Hey, stimmt. Wahnsinn. Zum Fenster Lyrik. Sitzt. Und ja, Claire. Ich weiß nicht. Ja, aber ich finde, ich habe die Dings überhaupt nicht erkannt erst. Die Robin Wright. Ja, Robin Wright. Das war so. Ja, okay, ist The Return of the Princess Bride. Ja, so ein bisschen. Ja, das war. Ja, doch. Die kannst du aber tragen, da muss man auch dazu sagen. Man muss dazu sagen, dass sie jetzt echt tragen konnte. Ja, ja. Das also ganze metall wirkende. Connie Nielsen sah auch toll aus. Die Mutter von Diana. Connie Nielsen aus Gladiator. Ne? Ja, aber alles so Frauen, wo jetzt. Ich meine, Gal Gadot ist natürlich ein. Super Model, ne? Super Schuss, muss man wieder sagen. Muss ich natürlich wieder sagen, als Sittenstrolch hier unter uns. Sittenstrolch-Man. Und die anderen Frauen sind alle echt taffe Bitches. Wow, die hauen echt aufs Maul. Und die Kampfszenen und die. Ja, vor allen Dingen, die haben aber keinen, die mir aufs Maul hauen können. Eigentlich hauen die gar nicht aufs Maul. Doch, die hauen dann den Deutschen aufs Maul. Ja. Ja, stimmt. Chris Pine, also Christian Benje, stürzt ab mit seinem Propeller-Ding. Ausgerechnet von dieser vollkommen unbekannten Insel. Richtig ins Meer mal. Und zufällig steht gerade Wonder Woman, Diana, Königin von Schieß mich tot, Diana am Prinz. Ufer. Diana Prinz, genau. Und springt dann eine 700 Meter hohe Klippe runter und krault da eben hin und rettet ihn, nimmt ihn. Also es gibt dann, es ist schon, ja, er kommt auch, irgendwas muss ja passieren. Und hatte die Nachos. Die haben mich fertig gemacht. Ja, Moment. Okay, Thorsten. Wenn man mit Thorsten ins Kino geht, bestellt er sich immer eine große Packung Nachos. Und gestern hat er eine besonders große Packung. Er hat einen Zuschlag bekommen. Und der Zuschlag bekommen. Ist dir nicht bekommen. Ich habe einen kleinen Fanzuschlag bekommen von einer Dame hinterm Tresen, die gesagt hat, ich mache das auf Personalkauf. Ich habe für 11 Euro noch nicht so viel Geraffel gekriegt. Ja. Mit 5-mal Käsesoße und einem Pfund Peperoni. Und heute Nacht hatte ich den großen Durchmarsch. Es war wirklich, es war wie Mardi Gras, nur als Stuhlgang. Unfassbar, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe dabei geschrien. Ich habe dann, damit meine Nachbarn denken, dass alles okay ist, habe ich dann Wolfgang Petri laut gemacht, morgens um 4. Das war Wolfgang Petri bekommt übrigens in Duisburg sein eigenes Musical. Warum? Mein Freund Markus twitterte
er wünschte sich, er kriegt seinen eigenen Planeten, aber er kriegt sein eigenes Musical, keine Ahnung. Als ehemaliger Prominenter, lass mir da einen Ratschlag geben, Geschenke. Als ehemaliger, ja, Gandalf, voraus. Erstmal Geschenke annehmen, hast du ja schon gemerkt, sollte man nicht machen. Geschenke annehmen, die man essen kann, ganz schlecht. Ja, aber das war ja am Tresen. Weiß, das war ja die Masse. Ich habe ja niemanden in der Gasse getroffen, der gesagt hat, hier, guck mal, eine Bockwurst für Lacko. Sondern das war... Ja, was? Aber war es die Masse oder was war es? Es war zu viel des Guten. Es waren zu viele Peperoni. Peperoni vertrage ich Peperoni, gar nicht. Es kam immer so eine... Ich saß ja neben dir, es kam immer so eine Wolke. Entweder war es dieser Käse und am Ende kamen die Peperonis. Und ich dachte ich dachte mir auch selber echt. Ich hatte Käsesoße, ich hätte mir davon morgen eine Kanne aufbrühen können. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ich hatte ja mal so ein Erlebnis gehabt... Mit einer warmen Fleischwurst. Nein, und zwar bei der Premiere von Backdraft, auch noch, saß ich, ihr erinnert euch, der Feuerwehrmann-Film mit Kurt Russell. Kurt Russell. Und, der Feuerwehrmann-Film. Das Kino war brechend voll. Genre Feuerwehrmann-Film. Wie heißt er noch, Sam, der Feuerwehrmann? Kann ich ausreden? Ja, schlimm. Das Kino war voll und ich hatte so einen riesen Kübel Popcorn und die Kollegin saß neben mir und ich sagte dann, hier, nimm Birgit, ist gut für die Verdauung. Und ich hatte, das war wirklich so ein Riesenkübel. Das war gerade, das UCI war noch nicht alt und da war man einfach so fasziniert von solchen Kübeln Popcorn. Die habe ich dann gegessen und in der Mitte des Films fing dann meine Bauchschmerzen an. Ne? Und ich habe gedacht, ich sterbe. Und vor allen Dingen habe ich dann die Stufe erreicht, wenn ich gedacht habe, wenn ich jetzt aufstehe, kacke ich mir eine Hose. Also ich musste wirklich durchhalten bis zuletzt. Und bist du dann geblieben und hast du den zweiten Film geguckt, dann Hund namens Beethoven, den sie direkt hinten dran gehängt haben, einfach weil du Schiss hattest aufzustehen und eine kapitale Wurst, die Carhartt-Jeans zu wemsen. Das ist schön, weil er Schiss hatte aufzustehen. Ja, aber der Schiss hatte aufzustehen. Aber das war einer der schlimmsten Momente. Da kann ich auch eine kurze Geschichte, wenn wir schon bei Stuhlgang sind, öffentlichen Plätzen. Tanz der Vampire in Oberhausen und ich hatte Husten. Und habe mir eine Packung von diesen Ricola, diesen Päckchen, diese Hustenbonbons, und da steht ganz, ganz klein drauf, kann abhören wirken. Das habe ich auch nicht, weil ich wollte während der Tanz der Vampire nicht husten. Also, ja, klar. Natürlich. Und dann habe ich mir in der ersten Hälfte diese ganze Packung Zitronenlimette oder was das war, reingehauen, und das hat auch gegen den Husten geholfen, nur ich merkte, wie mein Innerstes sich immer mehr dehnte. Und ich wollte halt nicht furzen. Ich wollte nicht furzen. Und nenn das Kind beim Namen. In der Pause auf die Toilette gerannt und dass die Schüssel nicht geborsten ist, war alles. Ich habe, glaube ich, mein doppeltes Eigengewicht einmal, aber mit einem also es war kein Land 40 dabei. Kilo. War kein Land dabei. Ja. Danke, Thorsten, dass du mich auf 40 Kilo schätzt. Das Nein, auf 20 habe ich dich geschätzt. Gerade in den Tag, doppeltes Eigengewicht. Gerade in den Tag gerettet. Ja, es sind leider 80, aber egal. Ja, siehst du, so haben wir da. Und also, ihr könnt uns ja auch schreiben, was eure liebste, schönsten Kackgeschichten sind. Ja, die Kilos schönste Scheißgeschichte wird diesmal prämiert. Nur in Verbindung mit Kino, weil sonst nimmt das bitte genau. Das hat Jochen Malmström mal gesagt, meine schönste Kotzgeschichte. Das war, das ist eine sehr schöne Geschichte. Natürlich auch von Malmsheimer Art formuliert. Und sind so. Alle Geschichten schöne kann man Geschichten. Sich, kann man sich sehr schön. Hat noch nie daneben gegriffen. Das ist richtig. Also du bist ja mit sehr viel Ressentiments jetzt reingegangen in den Film. Ressentiments? Wirklich? Hast du dich gerade geniert? Nein, erzähl mal weiter. Nein, aber ich fand ihn. War das ein Fauxpas von mir? Nein, also ich fand den Film letztendlich, war er in Ordnung, aber ich fand ihn tatsächlich ein bisschen langatmig. Ja. Und er war zwischen ging so und in Ordnung. Ja. Aber es war, was jetzt nicht schwer ist, der beste DC Extended Universe Cinematic Film, den es gab. Man kann sagen, Man of Steel war auch okay. Man of Steel fand ich gut. War gut. Ja, man vergisst Man of Steel. Und das ist immer das Problem mit den Finalen. Und ich glaube, was ich gestern gemerkt habe, das große Problem von den DC-Filmen ist Zack Snyder. Nichts persönlich gegen Zack Snyder. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. Ich finde, Watchmen haben wir uns drüber unterhalten. Super. Also 1:1 verfilmt zum Comic. Watchmen drüber reden. Und Sucker Punch ist einer meiner Lieblingsfilme, aber auch, weil ich so ein Sittenstrolch bin. Ja, genau. Nicht wahr? Und ich glaube, das Problem ist das Finale. Das große Problem ist das Finale. Und wir spoilern jetzt natürlich auch ein bisschen, weil das Finale war doch ein bisschen blöd. Ne? Also dieses Endgegner und dann Verwandten. Ja, sie kämpft vor dann allen Dingen, ich fand dann auch das Casting fand ich dann so ein bisschen befremdlich. Ja, vor allen Dingen, wenn du gerade Fargo gesehen hast und du siehst David Thewlis und der sich dann wirklich der kommt irgendwie aus Wales und ihr habt alle Fargo, die dritte Staffel von Fargo gesehen. Nur zur Hälfte. Ja, okay. Aber ich gucke dann aber immer ab. Gut, aber wir wissen aber, dass David Thewlis in Fargo den fiesesten Fiesling aller Zeiten und dass
schließe ich Hannibal Lecter, Darth Vader und Bruce den Hai mit ein. Das ist der ekelhafteste, fieseste, hassenswerteste Bösewicht. Ja. Und da kommt er einfach nicht ran. Vor allen Dingen, er wird dann zu dieser Art Sauron. Ja, und hat ja, aber ja. immer noch diesen Pornobalken unter mir. Ja, 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 das hat ja. mich doch arg irritiert. Ja, ja, ganz ja. genau. Und ja, das war halt dann wieder ein riesen CGI. Mhm. Also alles, was man Muss irgendwo schon mal gesehen hat. Weil sie haben so schöne Ansätze gehabt mit dieser Realität im Ersten Weltkrieg und diesem Kriegs, diesem Niemandsland und so weiter. Ja. Ich fand die ganze Prämisse, das fand ich schon nett, ja. dass Diana, Prinzessin von Dingenskirchen, sagt, pass auf, ich beende den Krieg, weil das ist ja sowieso das Werk von Avis. Hm. Es ist nicht das Werk von Avis, es ist das Werk von Ares. Avis ist... ich bin der Gott Avis, du kannst diesen Panzer was Wochenende haben. Ich bin vollgetankt wieder ab. Ares. Pass auf, dass Wonder Woman nicht kaputt macht. Ja, genau. Du hast eine Selbstbeteiligung von... Oh Gott. Das kann ich dir doch nicht lassen. Lüge, hat er gesagt. Lüge. Ja, Lüge. Er hat oft gesagt, dann werde ich dich eben vernichten. Ja, dann... Nee, die Prämisse fand ich toll. Auch dieses Krieg, warum ziehen Menschen in den Krieg? Das ist ja, was der eine dann auch sagt. Also da waren schon durchaus philosophisch und durchaus Ansätze. Genau, man merkt direkt, wo Zack Snyder nicht dran mitgeschrieben hat. Ja, das hat man ja. Woran Zack Snyder mitgeschrieben haben muss, war das letzte Drittel des Films, das vollständig wieder im CGI-Zappenduster spielt, was kein Spaß ist bei konvertiertem 3D. Nein. Ja. Alles wieder im Dunkeln aufs Maul. Ja. Das nervt typisch, mich. So ein typisch, aber typisch sah auch aus wie du siehst den Trailer von Justice League. Und siehst, dass da schon wieder im Dunkeln irgendwelche fliegenden Monster und alles ist so... Ja, da kann man halt sehr komplett in der Greenbox gedreht worden, denke ich mal. Aber wir haben auch den Trailer von Injustice gesehen und das sah dann teilweise besser, also von dem Videospiel, ja. wo die DC-Helden gegeneinander... Sind anfangen. Sie vielleicht noch nicht fertig mit... Ja, aber es sah die Sache schon, ist, geht die Sache, in die Richtung. Und die das Sache ist, so. Die, wir haben ein großartiges Finale gesehen bei, muss man echt sagen, bei hier unseren Freunden, wie heißen sie noch? Lollek und Bollek. Nee. Ja, genau. Speibel und Hufvlack. Speibel und Hufvlack. Oder wie die hießen? Nein, bei den Avengers. Ja. Ach so. Tagsüber in New York, bei strahlendem Sonnenschein, alle an der Sonne, voll aufs Maul. Avengers 2 genau das Gleiche. Captain America das Gleiche. Ja, und DC ist einfach, das spielt alles im Dunkeln. Das spielt wirklich das spielt alles im Dunkeln. Film ist gerade auch. Also die Leute von DC, macht das Licht an. Ja. Ja, es ist wirklich auf einem dunklen Rollfeld. Let the light shine. Und am Ende von dem Kampf ging die Sonne auf. Ja, da kann ich mir dann auch nichts für. Ne? Ja. Das ist, man sollte schon gucken. Ja, das ist ein Sinnbild am Ende. Also ich fand, es war eine gute 3, also eine gute 3 finde ich auch. Eine 3 plus war das schon, das muss man tatsächlich sagen. Wenn sie gekämpft hat, war das toll. Sehr gut. Wir haben, das Thema ist das eigentlich so der Heimlichste. Das Thema ist natürlich von Hans Zimmer und die elektrische Violine, das ist ja keine Gitarre. Aber es ist toll, also das kam schon, wie gesagt, von Batman vs. Superman als sehr gut Thema. Gal Gadot ist auch bestimmt die beste Besetzung, genauso wie der vergiss mal seinen Namen. Ja, den Aquaman spielt. Der ist sicherlich Jason auch Momoa. Der ist sicherlich auch die beste Besetzung für. Ja, ich hab, wenn man schon Schiss, was mit Aquaman machen will, die machen ja was mit Aquaman. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es genauso eine Origin Story wird wie das jetzt. Ja, ja. Das ist halt das Problem. Der muss ja auch sein angestammtes Feld verlassen, kann die ganze Scheiße unter Wasser spielen und da kriegst du einen am Marmel. Und dass er dann, wie gesagt, auch rausgeht und dann, das wird genau das Gleiche sein. Ja, ja. Wir werden wieder so eine Subkultur erleben, unter Wasser mit gibt man aber, Fisch. Aber das Problem bei Wonder Woman ist, glaube ich, jetzt sogar auch wieder, ist es so ähnlich wie Superman. Die ist halt, da kann ja keiner dran. Hat die denn überhaupt eine Achillesferse? Hat die irgend so ein Kryptonit-Ding? Nee, hat die nicht. Sie hat ein Herz, sie verliebt sich in Steve, den Piloten, und ist traurig am Ende. Das ist ihre... Okay. Ja, das war ja klar. Schwache Stelle einer Frau. Aber Superman, mit Superman ist der Film ja auch oft verglichen worden, also mit Superman the Movie. Hm. Also ein Alien oder ein jemand dieser Welt Fremdes kommt auf die Welt und muss erstmal, also die Szene, wo sie dann wirklich in dem Kaufhaus ist und zum ersten Mal so Sachen anprobiert oder wie sie das, also ich könnte zeigen. Wie heißt diese englische Schauspielerin, die da noch die Sekretärin von das weiß ich nicht, das ist aber die das ist von Dawn Office, of the Office. Sie hat ganz genau. Ist sie dick geworden. Die ist dick geworden, kann man auch charmanter sagen, aber sie war sehr, sehr lustig, die ganzen Nebendarsteller. Charmanta ist auch ein schöner Frauenvorname. Charmanta Fox. Die ganzen Nebendarsteller waren alle toll. Ich fand, dass ich könnte 2 Stunden lang mir angucken, wie Gal Gadot ein Eis ist. Das hat sie ganz toll gemacht. Sie ist zum ersten Mal ein Eis. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber sie hat es gut gespielt. Ja, sie hat es gut gespielt. Ja. Evan Bramner als schottischer Scharfschütze war auch toll.
Ich habe jetzt grauenhafte Frisur. Oh, oder? Ich habe mal gedacht, dass der noch irgendwas macht. Hat er irgendwas gemacht? Hat er überlebt. Hat er sie irgendwie rausgehauen? Weil dann stellte man doch fest, und wir spoilern jetzt hier ein bisschen, dass er eigentlich im Grunde überhaupt nicht scharf schießen kann. Er hat einfach ein Trauma gehabt. In dem Moment, wo er den Scharfschützen von dem Kirchturm runterschießen soll, kriegt er einen Rappel. Das ist also typisch. Absolut, dann ist das, ja. Dann wird das vielleicht noch aufgelöst. Und meine Frau hat gesagt, das war ja schon so ein bisschen hier mit dem Indianer und dem Schotten und dem, das war ein bisschen wie Village People. Young Man. Stimmt, da hat nur noch ein Bauarbeiter und ein Polizist gefehlt. Ja, die kommt vielleicht beim nächsten Mal. Und so ein Rocker mit so einem Bart. Nein, aber der ist ja der Einzige, der nicht synchronisiert, also nicht untertitelt worden ist. Also er sich der hat ein Fetz auf, glaube ich. Ja, er hat erst diesen Porkpie-Head aufgehabt. Der hat da viel, also für das sie in den Krieg gezogen sind, hat er viele Hüte mitgehabt. Ja, genau. Ja. Hinter sich so eine Schatulle hergezogen. Und, so, ich denke, dazu passt. Der Indianer, der unterhält sich ja auch mit Wonder Woman in seiner Sprache, wo man sich auch fragt, wieso kann die ganzen Sprachen, wenn sie die ganze Zeit in dieser Glocke dieser Insel war. Das ist aber doch eine Bubble. Das hat sie aber erzählt. Das hat sie über 140 Sprachen spricht. Ja, aber irgendwie müssen die Sprachen Das habe ich im Kino auch gesagt. Also ja. Wir sprechen mehrere hundert Sprachen. Ja, natürlich. Ja. Natürlich sprechen die mehrere hundert Sprachen. Aber er ist der Einzige, der überall Sprachlehrer rum. Der nicht untertitelt worden ist. Ja. Und sie unterhalten sich, und das hat jetzt jemand rausgefunden, das ist wirklich eine indianische Sprache. Er ist nämlich auch ein Halbgott. Der kommt später nochmal vor. Das ist auch ein DC-Superheld, und das kommt dann irgendwann mal vor. Was ich viel toller fand, ist, dass Bruce Wayne ihr eine Mail auf Deutsch geschickt hat. Braunbär oder so. Ja, ich finde auch gut, dass Bruce Wayne eine Mail auf Deutsch. Sie kam auf Deutsch. Ich fand aber auch gut, man muss mal darauf achten, sie steigt am Anfang, werden ihr Dokumente gebracht in Wayne Industries Koffern. Na Moment, die Autos waren erstmal der Hammer. Bruce Wayne hat französisch zugelassene Panzerwagen. Nicht nur das, denn du musst mal darauf achten, der hat so ein Symbol für Wayne Enterprise. Wenn du ein bisschen weggehst, sieht es aus wie die Fledermaus. Wie blöde kann man sein? Muss man darauf achten. Das ist bestimmt eine Idee von Zack Schneider. Ja, Zack Schneider hat da wieder... Zack Schneider. Und sie kriegt dann dieses. Und ich meine, das kenne ich jetzt aus Trickfilmen, kennt man das jetzt ja, dass irgendwelche Beschriftungen dann auf Deutsch sind. Das haben wir bei Pixar, Dory und so. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal in einem Realfilm gesehen. Stimmt. Thorsten checkt gerade seine Börsenkurse. Und das habe ich zum ersten Mal im Realfilm gesehen, dass sie eine E-Mail liest von Bruce Wayne, die man auf Deutsch dann auch lesen kann ohne Untertitel. Ja. Also, ich fand, dass die Chemie zwischen Chris Pine und ihr super war. Das stimmt schon, ja. Wirklich also man konnte wirklich mal die Charaktere auch mal gern haben. Ja. Also Gal Gadot sieht nicht nur toll aus und ist ein Model und kann das auch diese Kampfszenen, weil sie ja Ausbilderin war in der israelischen Armee. Die kann ja wirklich einem aufs Maul hauen. Das ist wirklich, muss man sagen. Ach so. Und sie kann auch richtig gut spielen. Sie hat das richtig gut. Sie kann toll spielen. Muss man echt sagen. Ja. Also ich freue mich dann auch schon mal, sie in einem anderen Film zu sehen. Sie hat den Film gemacht mit John Hamm und mit Zach Galifianakis, und Isla Fisher, wo sie diese Spionin spielt, wo sie und John Hamm dieses super Spionpaar spielen. Das ist ein bisschen ziemlich gefloppt. So eine Komödie, aber. Es gibt eine Szene, wo sie dann irgendwie mit Isla Fisher Dessous aussucht. Und das kann man sich schon durchaus angucken. Ja. Und da spricht er wieder. Der Sinnstrahl. Ja, der Jägersblut schon pumpern gegen Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für DC. Es ist ein Film, den man nicht gucken muss in 3D. Auf keinen Fall. Muss man. Ich fand ihn schon, es war schon, du hattest ein bisschen so Shading-Effekt, da hattest du zwischendurch mal bei Tageslicht, aber so viel Tageslicht war ja nicht. Nee. Das stimmt, du hattest ein paar. Was hast du gesagt, die kleine Wonder Woman, wo sie schläft, in der Turbine oder was? Ja, das sah aus, als würde sie im Triebwerk schlafen. Das Design von der Insel und so diese ganzen, die ersten 20, 30 Minuten. Man hat aber nirgendwo Obst gesehen. Man hat die nicht essen, nirgendwo gab es Obst. Das waren nur so Nutzbäume. Das ist eine Sache, die mich total abfuckt. Ja, genau. Bei Filmen, die realistisch sein müssen wir demnächst mal reden wir über Wonder Woman. Okay. Trotzdem, Resümee, mit euch war das ein kurzweiliger Abend, das war eine Origin-Story, wir sind mit allen Wassern gewaschen, das heißt, das war absolut alles erwartbar. Ich hatte sogar am Schirm, wer, Ares? Ja, ich auch. Ich hätte auf die Wissenschaftlerin mit dieser Maske getippt. Ja, das war ein bisschen dick aufgetragen, Das wäre ein bisschen zu sehr auf für 12. Nee, ich habe da schon voll mit dem Dings gerechnet. Ja gut, aber David Harris ist einer... Dafür, dass die Frau entsetzlich versehrt war, hatte sie mit die auffälligste Maske, die man überhaupt tragen kann, wenn man so eine Verwundung hat. Ne? Genau. Nicht fett, ey. Ja. Hat mich ein bisschen an die Maske erinnert, die Jack Houston trägt in Boardwalk Empire. Ja. Da spielt er diesen Soldaten, wo das Gesicht halb weggeschossen ist und er hat diese Maske auf. Ja. Und man denkt immer, man hat totales Mitleid mit diesem Typen. Und dann sieht man Jack Houston
wie er in echt aussieht. Und denkst so, nein, mit dem Typ habe ich kein Mitleid. Das sieht super aus, der Typ. Lass uns mal. Ja, gut, aber trotzdem, Resümee sagen ja. wir 3 plus. Kann man 3 plus, kann ich man machen. Drei. Keine Neuerfindung des Rades. Ein bisschen sehr dunkel, aber tolle Musik. Die Darsteller geben alles. Also, wem Captain America The First Avenger gefallen hat, ist es eine ähnliche Geschichte. Ja. Ist eine ähnliche Origin Story. Superman The Movie. Ähnliches Setting auch. Bisschen Thor ist dabei. Also, das ist auf jeden Fall GDC in die richtige Richtung. Jetzt hoffen wir natürlich alle. Wann kommt? November. November? 13. Ja. November, glaube ich. Die Gerechtigkeitsliga. Ich nenne sie übrigens immer noch die Gerechtigkeitsliga. Ja, macht das doch auch. Das haben das ist ja auch ich sage auch, so immer, sag auch immer noch grüne Laterne. Ja, ja. Und der rote Blitz. Ja, ja. Warum auch nicht? Weil's Lumperquatsch. Ja. Der Frosch und Honey von Heiden kommen nicht vor, aber sind halt zwei Figuren, die ich auch ganz toll finde. Immer noch. So. MV Michael dann, fand ich immer toll. MV Michael. Michael Katzengreis. Michael Katzengreis, ja, kennst du noch? Ja, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst mit dem Bart. Ja, ja. So. Ich habe The Mummy gesehen. The Mummy, ja, erzähl Besten du mal. Mummy. The Mummy with the Tom Cruise. Thomas Cruise spielt mit der Mumie. Ja, also da bin ich auch komplett ohne Erwartung reingegangen und muss sagen, ich war einigermaßen überrascht, aber jetzt auch nicht so über die Maßen, aber so einigermaßen. Also im Grunde, es ging. In Maßen. Nein, pass auf, der Witz war was so nach danke, nach 20 Minuten stellte ich so fest, Mensch, woran erinnert mich das? Und dann habe ich mal kurz die Augen zugemacht und hatte plötzlich ein Gespenster-Hörspiel von Oliver Döring vor Augen. Weil das ist ja schön, wenn du ein Hörspiel vor Augen hast. Ja, das ist ja, das kann nur Gary. Das ist Hörspiele vor Augen, das ist praktisch, was habe ich geschwittert? Der Oliver Döring-Film, den Oliver Döring nie gemacht hat. Also wenn Oliver Döring, Olli, wenn du einen Film machen würdest, dann würde der sicherlich so aussehen wie The Mummy. Und das meine ich jetzt durchaus als Kompliment. Weil und dann fiel mir als zweites auf, Moment mal, das habe ich sogar geschrieben, Der Fluch des Pharao. Hast du also, dabei? Kannst du es nicht? Nee, leider nicht. Das ist vergriffen und... aus der Reihe Gespensterkrimi. Gespensterkrimi ist Der Fluch des Pharao. Ja. Fluch des Pharao? Nicht Fluch. Der Fluch des Pharaos. So, wir werden jetzt unsere... super, weil das hat... Das war nicht die Folge mit der Maske mit Tobias Meister. Nee. Ja, okay. Weil die war auch... Also wenn ihr mal an die Dämonen... Wenn ihr da rankommt an die Gespenster, an die alten Gespensterkrimis, die noch bei Wortart erschienen... Was? Wortart erschienen sind. Wirst du denn gelistet? Stehst du als Autor mit drauf? Der Logenpaul, okay, alles klar. Die hat Gary viele davon mitgeschrieben. Es kamen, glaube ich, nur 6 oder 7. Ja, viele davon hat er mitgeschrieben. Und viele davon sind von our very own Gary Streber geschrieben worden. Und sind ganz toll. Weil das ist tonal, von der Handlung her ist es ein bisschen anders, aber tonal ist es ähnlich, auch so mit dem Humor und so. Und von daher habe ich bei The Mummy totalen Spaß gehabt. Hat denn dieser Film irgendwas jetzt mit zu tun mit den Mummy-Filmen, die wir kennen, mit Brendan Fraser? Nein, gar nicht. Und gibt es ein kompletter Reboot? Keine Parallele? Überhaupt nicht. Naja, dass eine Mummy auftaucht. Gibt es keine Reminiszenz? Können wir jetzt einfach Mumie sagen, Alter? Na, Mumie. Dass eine Mummy auftaucht. Ja, bei mir. Auch dort eine Mami. Weiß ich nicht. Also, wenn dann ist es mir nicht aufgefallen. Was? Wenn, dann ist es mir nicht aufgefallen. Aber es ist doch jetzt der Start, dieses Universal. Dark Universe. Wo ja auch noch der Unsichtbare kommt. Johnny Depp ist der Unsichtbare, glaube ich. Du kannst ja jeden nehmen. Der Wolfman. Und das wird auch so angeteasert. Also, da wird schon alles so. Das wird schon angeteasert. Und Jake Johnson spielt den Comic Relief, hat so ein bisschen so eine ähnliche Rolle wie der Dings in American Werewolf in London, der Griffin Dunn? Griffin Dunn. Ja, genau. Griffin, so eine ähnliche Rolle spielt er da auch. Russell Crowe spielt Dr. Jekyll. Wer mag das sein? Ja, genau. Wer mag das sein? Und wie gesagt, da wird dann halt so ein bisschen das erklärt, dass da, also das schon geplant ist. Ist es irgendwie... von der Tonalität, von der Anmutung her geht es irgendwie in die Richtung der alten klassischen Universal Schwarz-Weiß Horrorsachen oder ist es einfach nur wieder mal ein Tom Cruise Action Vehicle, wo er jetzt mal nicht außerhalb des Flugzeugs hängt, sondern innerhalb des Flugzeugs. Ja, genau, und dann auch stirbt. In Anführungsstrichen. Ach, aber hat im Trailer ja alles gesehen. Aber man muss sich schon fragen, irgendwie, meine Güte, der Tom Cruise, so der ist ja auch ziemlich abgekackt irgendwie in Amerika. Ist der total gefloppt der eigentlich, ja. Der war jetzt auch nicht ganz hat so günstig, aber, der Film. Hat ja. aber in Asien hat er in Asien hat er seine Kohle ratzfatz wieder eingespielt. Also von daher wird es da auch weitergehen. Naja, kannst du den Film denn sagen, wenn du jetzt, du hast ja eben gesagt, du bist ohne Erwartungen reingegangen. Ja. Das ist ja schon mal so eine Vorentschuldigung. Das ist ja so schlimm, das hat man
man ja früher nicht gemacht. Ich habe gesagt, ja, ich bin in den Film gegangen. Muss aber auch dazu sagen, ich hatte keine Erwartungen. Früher haben wir schon was erwartet. Nee, also ich hatte Spaß, weil der hat wirklich so ein Niveau, und das meine ich, wie gesagt, überhaupt nicht als Beleidigung oder als Nachteil, der hat wirklich so ein Niveau von diesem Gespenster-Krimi-Hörspiel. Okay. Also so Pulp-Horror ist das so. Ja, kann man gut weggucken. Kann man gut weggucken. Spezialeffekte. Sind gut, also gerade auch so am Anfang, wo die Mumie sich wieder so sammelt, sag ich jetzt mal, wo die sich so, das fand ich... Die Mumie fast, sammelt sich? Ja, also... Im Fundbüro oder was? Im Fundbüro, genau. Und das fand ich schon ziemlich gut, also wie die Figur, also da war das CGI war wirklich sehr gut. Ja. Und ich würde mich da freuen, wenn sie da wirklich so ein Dark Universe, wenn das klappen sollte. Weil also es ist ein Sommerfilm, den man sich reingucken kann. Ja, würdest du jetzt eher... Also da würde ich jetzt, was habe ich dir gegeben? 4+. Also würdest du eher in The Mummy gehen, die Mumie gehen, als in Wonder Woman? Wenn du jetzt sagen würdest, deine Empfehlung, man hat jetzt nicht so viel Kohle. Ja, das liegt immer ein bisschen an den Präferenzen. Nee, es liegt zu nah zusammen. Hat Olli Döring dir gesagt, dass er traurig ist, dass wir nicht mehr über seine Hörspiele sprechen? Persönlich, war es das persönlich? Wir sind mit Olli Döring befreundet, alle drei. Und schätzen ihn sehr. Und er hat nur gesagt, was ist denn da los? Schrei doch nicht Dreck, so. Dreckschweine, Podcast-Nazis. Verdammt. Ich schicke euch nichts mehr. Wir halten jetzt einfach mal den neuen Foster in die Kamera, damit Olli Döring auch zufrieden ist. Dieses Hörspiel bespreche ich in der nächsten Deadline, die demnächst rauskommt. Achso, ich habe gerade im nächsten Podcast. Der Zerstörer. Da sind zwei Szenen drin in diesem Hörspiel. Das ist ganz schön wenig für ein Hörspiel. Wenn ich den Halbsatz zu Ende schreibe. Wer unterbricht jetzt? Schreibt mal bitte, wer jetzt wen unterbricht. Ihr führt hier scheinbar Buch darüber, wie viel Zeit ich spreche. Ja, die haben sich voll auf die. Ich bin echt der Haters gonna hate. So, ja. Also, das ist natürlich wieder ein ganz, ganz tolles Hörspiel von Olli Döring. Buch 2, Kapitel 4. Es gibt zwei Szenen in den Hörspiel, die euch wirklich tonal die Schuhe ausziehen. Das sind Action-Szenen, das ist kaum auszuhalten. So gut sind die. Die sind unheimlich dicht. Das Einzige, was ich an dieser Serie, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, und du hast die vierte Folge, glaube ich, gehört, oder die dritte, die davor im Körper eines Menschen war das, mit dem Auto, wo in die andere Dimension. Genau. Das Problem, geht's um Sex? Da geht es auch ein bisschen um Sex, ja. Sittenstrolch. Das Problem ist, und das muss ich wirklich, wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es Fahrlässigkeit ist oder Arroganz, es gibt kein Recap, es gibt kein, was bisher geschah. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Und das ist ein Problem bei einem Hörspiel, was alle zwei Monate, jeden Monat einmal rauskommt. Du musst eigentlich alle Hörspiele, die davor erschienen sind, durchhören, bevor du das neue hörst, weil sonst kommst du nicht. Ist das Recap? Es heißt ja, Recap, glaube ich. Also was bisher Previously on Previously Foster. On Twin Peaks. So, das ist ein Recap. Also das haben wir damals... Ist nicht ein Lied von Amy Winehouse, das so ähnlich ist? I think I'm gonna go to Recap. Aber Döring sagt no. No. Damals bei den Erlheim-Chroniken haben wir das immer, da haben die Jungs das gemacht. Du auch das geschrieben hast. Also ich glaube, dass es natürlich Absicht ist von Olli Döring, weil Oliver Döring nichts macht, ohne einen Plan zu haben. Und jetzt müsste zu Hause sitzen und sagen, scheiße, hab ich vergessen. Aber das Problem war auch schon bei End of Time, bei der Serie, die davor war. Man musste alle Folgen sammeln und sie dann in einem Stück Binge hören. Weil es das sowas gibt. Das gibt es, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade erfunden. Ja. Hast du erfunden? Glaub ich, End of Time. Ameise der Zeit? Genau, die Ameise der Zeit. Okay. Und ansonsten ist das natürlich eine der besten, wenn nicht die beste Action-Mystery-Things-Dingenskirchen-Serie. Das macht total Spaß, die zu hören. Oh, ist großartig. Also das ist wirklich total fantastisch. Also, aber wie gesagt, auch ich als gelegentlich Hörspielhörer habe da dann Probleme gehabt. Was ich ja ein bisschen schade finde. Ich würde ja gerne mit euch auch über Hörspiele hören, aber ihr hört ja gar nicht so viele. Nee, weil wir einfach, ich bin nicht so viel unterwegs wie du. Du hast, du legst ja große Strecken zurück irgendwie und hast da immer Zeit, das zu hören. Das habe ich nicht. Ich bin froh, wenn ich mich abends aufs Sofa legen kann oder setzen kann und dann irgendwas gucken kann und dann einschlafen kann. Und zum Beispiel die Tapete oder irgendwas gucken kann, oder? Tapete? Ja, darf ich das Manfreds mal, Gummihand. Darf ich das mal kurz hinhalten? Giallo. Giallo ist, auch das bespreche ich in Länge in der neuen Deadline, Nummer 27, der Mindmapping-Serie. Das Tolle ist an dieser Serie, Giallo, wisst ihr alle, was es ist? Ja. Giallo? Kannst du mal kurz beschreiben, was Giallo ist? Nee, das ist sehr schwierig. Giallo ist eine stilistische Richtung aus Italien der 70er Jahre. Genau. Es gibt da eine genaue Horror, Klassifizierung. Es ist eine Mischung aus Horror, Sex, Thriller,
Crime, die Sex, Comics gerne, gerne unreflektiert, Comics, gerne gar nicht mal so teuer. Jallo Comics? Gab es da keine Comics? Ich hatte immer einen Bahnhof. Meinst du? Nein, im Bahnhofsbuchhandel gab es immer vorne, waren so ausländische Comics auch. Das kann sein, ja. Diabolik oder so. Ja, Diabolik habe ich geliebt. Ja, aber das ist noch was anderes. Da waren immer so richtig Hardcore-Porno-Sachen mit dabei. Nein, das ist noch was anderes. Das ist noch was aber anderes. Die andere Handlung war unbedingt. Und das Tolle ist, also da mit dieser Folge, mit Folge 27, wird quasi eine neue Serie gestartet, nämlich die Giallo-Serie. Wenn man das Cover rauszieht, kann man, das ist ein Wendecover. Oh, guck mal, das ist nämlich Giallo-Folge, ich muss es nur noch richtig rumhalten, Giallo-Folge 0, die Farbe des Todes. Das ist immer das Innencover, ich mache das jetzt mal. Folge 0. Ja, weil es ja innerhalb der Mindnapping-Serie die erste Folge ist, aber es wird eine... In Giallo-Filmen kommen immer ziemlich viele Frauen zu Schaden. Da auch. Ich dachte es mir. Genau, du kannst... Also vor allen Dingen Frauen, primär attraktive Frauen werden erwürgt, getötet, zerstückelt. Und natürlich der Handschuh, der da vorne drauf ist, kommt auch eigentlich immer vor. Es wird in dem Hörspiel, falls ihr Giallo nicht kennt, aber Giallo auch erklärt. Auf einer Metaebene. Das ist ganz schön gemacht. Ich mache jetzt mal das Giallo Nummer 0 Hörspiel. Das kann man eine CD Robert Miesler zum spricht mit. Lutz Mackenzie spricht mit. Alexandra Lange spricht Thorsten auch Sense mit. Thorsten Sense spricht mit. Thorsten, wunderbar. Im Moment sprechen die fast überall mit. Ich bin sehr begeistert. Ja. Willst du haben? Ja. Dann gebe ich du dir weißt, das. Du kriegst du nie wieder, ne? Ja, deswegen kriege ich das jetzt auch. Ich schenke es ihm. Das siehst du. Nice, du danke dir. Was ich dir auch schenke, lieber Thorsten, ja, sind die neuen Batmans. Batman. Dead White. In der letzten Staffel der Batman-Hörspiele ging es ja auch um die Justice League. Da kam dann Wonder Woman vor, Superman, alles gegen diesen Stone King, diesen alten Gott. Da kämpft Batman jetzt gegen einen üblen Rassisten namens White Eyes. Und es ist sehr, sehr politisch, sehr, sehr aktuell. Es bleibt auch aktuell. Und es bleibt aktuell. Ganz tolle Sprecher sind dabei, unter anderem Tommy Pieper als böser Arzt. Geil. Mhm. Der kann es auch immer noch, der Tommy Pieper, der kann es immer und, noch. Sascha Rotermund wieder erzählt von Douglas Welbert, von Macabros himself. Mhm. Eine sehr, 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 sehr schöne Trilogie. Dead White. Trilogie, nicht Triologie. Triologie. Ich bin so ein Trio-Fan, deswegen sage ich mal Trilogie. Rent Reins finde ich auch immer fantastisch. Und, genau, ich spiele immer nur den Gordon. Ja, genau, und das ist eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Das geht so ein bisschen um die Thorsten Michael ist auch so ein auch wunderbar. Thorsten und der Alexander Turek, das ist auch ein cooler Typ. Den habe ich mal kennengelernt. Wir haben eine Lesung zusammen gemacht. Okay. Der spricht Breen. Der Turek ist auch stark. Robert Milzler ist dabei und Wolfgang Barrow ist dabei. Und es geht um die Barbarian Brotherhood. Und ich habe am Anfang immer Bavarian Brotherhood. Jetzt kommt der Seehofer-Man. Seehofer Double-Face-Man. Und dann kommt der Stäuber will unbedingt eine Strecke bauen vom Bahnhof München zum Franz Josef Strauß, wenn sie einsteigen in den Bahnhof. Das klingt wie Klaus Kinski. Ja, Stäuber ist, das ist der Dead White 2 Flucht. Und Dead White 3 Terror. Und da wir jetzt bei Batman sind, unser großes Dankeschön an Adam West. Ja, da kann er sich jetzt aber es kommt ein bisschen spät. Es kommt ein bisschen spät, aber danke an Adam West für diese. Er war wirklich. Ach, Adam West. Der hat wirklich, das Ding durchgezogen. Ja, bis zum Schluss. Und zum Schluss hat er das hier noch gemacht. Ich habe schon mal in die Kamera gehalten, aber das ist der letzte Auftritt von Adam West mit seinen damals 27 Jahren. Ich habe Adam West noch nie in einem anderen Film gemacht. Nein, er hat auch nie was anderes. Er hat nie was anderes, glaube ich, großartig gemacht. Wahrscheinlich Love Boat oder so. Sowas. Er war immer Batman. Das ist natürlich dieser animierte Batman-Film. Ich habe mal gesehen, irgendwie auf YouTube, der hat sogar Supermärkte eröffnet im Kostüm mit Mitte 60. Aber es hatte immer eine gewisse Würde. Es war gar nicht schlecht. Und das ist der letzte Band der Classic Batman 66 Comic-Serie, die auch wunderbar komisch ist, genau wie die alte Serie. Das war ja auch meine erste Berührung mit Film Batman. Wir haben schon oft drüber gesprochen damals. Batman hält die Welt im Atem. Ja, wo ich im Kino saß und mich doch leicht verarscht vor. Das hat mich endgültig zum Batman-Fan gemacht. Siehst du. Endgültig. Ja. Ich hatte das Plakat zu Hause. Gerahmt. Ein erstes gerahmtes Bild. Danke an. Und es war so schön, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dass der Bürgermeister von Los Angeles das Bettzeichen. Ja. Ich habe mir mein Tränchen verdrückt. Erleuchtet hat bin. Und. Ja. Dings war, war auch dabei, Robin, also Burt Ward war auch dabei. Und ich glaube, ja, schon lange nicht mehr jetzt mal den Kreis zu schließen zu Batman. Adam West war genauso Batman wie Roger Moore James Bond war. Also die Verkörperung von James Bond.
auch ähnlich belächelt, so ein bisschen, wenn man so in so ein gewisses Alter gekommen ist, hat man gesagt, ja, aber Michael Keaton ist ja eigentlich Batman und eigentlich der beste Batman ist Val Kilmer. Thorsten Sense, das sind wir wieder. Ja. Und, aber der beste Batman ist nicht Val Kilmer. Nein, also natürlich nicht, aber man hat damals, wir sind, und da hat Gary, als Roger Moore gestorben ist, sofort gepostet, es war dein erster genau. Batman. Obwohl und, alle gesagt haben, James Bond, Entschuldigung. Obwohl alle gesagt haben, oh, Sean Connery, Sean Connery. Also mit Sean Connery konnte ich ganz lange nichts anfangen. Das war einfach das Gesamtpaket. Ich meine, guckt euch das Poster bitte nochmal von Leben und Sterben lassen an. Das ist einfach auch ein Meisterwerk. Das ist für dich auch so wichtig, weil du hast es ja schon oft erzählt, also so, oder mir oft erzählt, weil damals konnte man an den Postern der Filme auch sehen, was passiert. Ganz genau. Und man war sauer, wenn das dann nicht passiert ist. Ja, aber das passierte selten. Ja. Ich meine, okay, man hat irgendwann festgestellt, dass die Frauen, die darauf abgebildet waren, dass sie dann doch nicht so einen großen Busen hatten und dass die Kleidung dann doch nicht so knapp war. Aber nichtsdestotrotz war das, du hast dieses Poster gesehen und du wusstest, darauf lasse ich mich ein. Nein, das war damals wirklich diese, ich kann mich sogar noch an die Fahrwerbung erinnern von Leben und Sterben lassen. Jane Seymour hat doch für Fahrwerbung gemacht, für die Fahrseife. Kurze Ausschnitte gezeigt und das war halt diese Jagdszene mit den Schnellbooten. Weißt du, und dann, wie die da über Land gesprungen sind, so, das fand ich großartig. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir kannten ja Roger Moret, wie wir im Ruhrgebiet ja auch sagen, wir kannten ihn ja auch aus Die Zwei. The Persuaders. Ich wäre dankbar, wenn sie sich jetzt subtrahieren können. Ich bin ewig dankbar. Ja. Und von daher hat er natürlich bei uns... Euer Lordshift. Ja, bei uns hat er einen großen... Rainer Brandt. Stein im Brett gehabt, der Roger Moore. Und war vorher natürlich The Saint und Ivanhoe und hat nach James Bond natürlich ganz viel UNICEF-Sachen gemacht. Und der eine Film übrigens mit ihm und Stacy Keach ist jetzt auch raus. Es gab auch noch Die Wildgänse kommen. Stacy ist kein guter Herrenvorname, musst du so sagen. Stacy Keach. Ist das nicht Fluchtpunkt San Francisco? Irgendwas mit San Francisco. Super. Und natürlich noch in Cannonball Run. Cannonball Run. Auf dem Highway City, wo er sich selber spielt. Passiviert. Genau. Aber auch er hat sehr viel gemacht. Großartiger Typ, wenn ihr euch mit Roger Moore beschäftigen wollt. Er hat auch Bücher geschrieben. Das ist nur ein Buch, das ich heute mitgebracht habe von Roger. Ich halte übrigens gerne Sachen hier in die Kamera für die Leute, die uns jetzt hören. Ich halte immer gerne Sachen in die Kamera, weil die man nicht dann nachträglich einblenden muss oder nicht. Ja. Deswegen, das ist das Buch von Roger Moore. Eine Autobiografie mit dem Titel My Name is My Bond. My word is my bond. Word is my bond, natürlich. Entschuldigung. Ein dicker Welt. Ist das eine ganz tolle Autobiografie? Sache. Autobiografie. Müsst ihr haben? Müsst ihr mitnehmen? Bitte schön. Brauche ich die nicht mit nach Hause schleppen. Bester Roger Moore. Also ich fand ja, Roger Moore hätte nach In tödlicher Mission auch aufhören können. Tödlicher das Mission war der, man kann sagen, so der beste Roger Moore-Film, weil er auch am ich fand Moonraker am besten. Moonraker mochte ich total gerne. Ich musste gerne. Mir die Autos kaufen. Ich musste mir von Corgi diesen Lotus Esprit kaufen. Ich habe es so geliebt. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, Thorsten. Meinst du etwa den hier? Oh, ja, genau den. Warum hast du den denn jetzt? Cool, der Thorsten fängt an zu weinen. So, und jetzt guck ich ihn mal genau an. Ich habe mir die Räder draufgemalt mit Edding, weil er hat unten so kleine Räder. Das ist natürlich der Lotus SP, der im Wasser tauchen kann. Ja, genau. Ich habe ihn auch sofort versenkt. Ich glaube, es waren sieben verschiedene, die sie für die Szene gebraucht haben. Ja, das kann sein. Aber damals als Kind hatte ich schon irgendwie die Szene, wo der Wagen dann aus dem Wasser kam und er dreht die Scheibe runter und sagt... Mit dem Fisch. Ja, mit dem Fisch. Das habe ich schon nicht kapiert. Da habe ich schon gedacht, nein, da bin ich eigentlich raus. Das war aber mein erster Bond-Film, war das damals im Atlantis. Der Spion, der mich siebte aus dem Mad. Beste James Bond Titelsong ever. China Eason. Nein, das war For Your Eyes Only in Tödliche Mitte. Von wem reden wir denn jetzt? Wir reden von Carly Simon von Nobody Does It Better. All Time High war genau wo. Also, aber er hat nach dem Film noch Octopussy gemacht und A View to a Kill, mit Grace Jones im Bett war. Genau, und Chris Walken ist so ein bisschen... Christopher Walken, der Part sollte übrigens sollte gespielt werden, ursprünglich von David Bowie, habe ich mal gehört. Ah, okay. Das war auch ganz interessant. Zorin, genau, der Beste. Es war ja schön, es war einer der ersten, zum ersten Mal, dass man, da war Christopher Walken noch nicht Christopher Walken. Da ist Christopher Walken nicht zu James Bond gegangen, so, are you coming to me with a gun?
we need more cowbell. Ja, ja. So. Stimmt. Also, damals war er noch sehr, sehr straight und war so ein Karate- oder Judo-Meister in diesem Film. Ich glaube, so ein Großindustrieller. Er hat 7 oder 8 Bonds gemacht, glaube 8 insgesamt. Davon waren einige sehr gut und einige so, aber er war unser... Der Bond unserer Generation, muss man absolut, sagen. Absolut. Und er war der Dandy, er war smart, er war wirklich englisch, wie danach ja nur noch Daniel Craig vorher gab. Es gibt ja nur 2 englische Bonds. Ja. Das ist Roger Moore und Roger Moore und wir sollten trotzdem nicht vergessen, Roger Moore ist fort, auf Wiedersehen. Danke. Ist schade. Und Adam West. Beide. Und Gunther Gabriel. Gunther Gabriel ist auch gestorben. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Art Gala gehabt, einen Radiopreis mit Gunther Gabriel in Pforzheim und habe ihn darauf angesprochen, dass ich ja mit ihm zusammen auf dem Kassierer-Tribute-Album Kunst bin. Also ich habe einen Song der Kassierer gecovert und er hat Kassierer. Von der Kassierer. 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 Hey. Also, Thomas Gottschalk. Ja, hallo, jetzt. Problem hier. Kassierer. Kassierer. Komm, der war lustig. Der war komm. Kassierer spielen Kassierer. Und Gunther Gabriel hat auf dem Tribute-Album für die Kassierer das Du hast geguckt gecovert und wir haben uns kurz unterhalten und war Gunther Gabriel war wirklich ein Urgestein. Warum ist das Papier eigentlich gelb? Liegt das bei dir im Katzenklo oder was? Das ist bei mir, das ist einfach ein bisschen was anderes. Ja, wir machen jetzt mal. Komm, wir gehen mal durch. Wir haben jetzt hier ein bisschen Leserpost. Genau. Soll ich mal? Ich versuche mal einzudampfen. Grüß aus der Schweiz von Urban Hohl. Ich lese den Satz nochmal. Grüße aus der Schweiz von Urban Hohl. Na gut. Wie wäre es mit einer Klassenfahrt? In die Schweiz. Lieber Urban, Klassenfahrten bezahlen ja immer die Eltern. Ja. Man weiß sonst was, wir kommen in die Schweiz. Weißt du, die Schweiz, wenn man da auftritt, geht man da rein, wie ein Söldner. Rein, knete neben raus, weil alles andere bringt einen um. Schweiz, schönes Land, aber auch nicht günstig. In Luzern habe ich mal gespielt, da rief einer rein. Brrrr. Dann habe ich gesagt, was ist los, ist dir kalt? Ist er, nein, sie sind zu schnell. Oh, das ist Schweizer Humor. Genau. Der Spuk schreibt, wann hört eine Serie auf, gut zu sein? The Mentalist und Moonlighting. Das Model und der Schnüffner. Ein. Ja. The Mentalist und Moonlighting ein. Bei The Mentalist war die Spannung weg, als Red John entlarvt wurde und bei Moonlighting, als Bruce Willis und Cybill Shepherd ein Paar wurden. Ja, Moonlighting. Absolut. Hast du das mit Moonlighting? Ja, das du hast Moonlighting auch. Wir haben ich habe Moonlighting geliebt. Also das war postmodern, bevor es Twin Peaks gab, fällt mir gerade auf. Ja. Und vor allen Dingen, das Tolle an Moonlighting war ja, Bruce Willis hat ja da auch wirklich so mit der vierten Dimension so gebrochen. Ne? Ja, das meine ich mit postmodern. Achso, okay. Sorry, postmodern. Dass ich... Postmodern sagen müssen. Dann ja, postmodern. Ja. Also Moonlighting, stimmt. Also da bin ich ganz d'accord. Danach war die Luft raus Komm, wir klatschen mal durch. Eine Musikfrage. Musikfrage. Von Thorsten weiß man, dass er KISS-Fan ist. Wenn jemand im Rahmen der heurigen KISS-Europa-Tour bei einem Konzert war, nein, war ich nicht. Nein, ich auch nicht. Und was hältst du, Hennes, als alter Musikliebhaber und kein Sittenstrollchen im Zusammenhang von KISS? Der David Bowie Podcast ist toll. Dankeschön. Und Gary als Außenstehender. Naja, Was ist mit KISS? KISS finde ich super. Naja, KISS ist natürlich ähnlich auch wie viele Bands, die in diesem Alter jetzt mittlerweile sind, auf die 70 zugehen, besteht ja nur noch aus Teilen der Originalbesetzung. Bei KISS fällt das halt nicht auf, weil sie halt angemalt sind. Ich habe selber KISS. Doch, ich habe KISS einmal gesehen, 1988 im Bochumer Ruhrstadion bei Monsters of Rock. Oh. Da haben sie ohne Maske gespielt. Iron Maiden. War da nicht David Lee Roth. David Lee Roth mit Steve Vai. Ja. Und wie geht's dir? Dave, der macht auch einen Podcast. Ist Kollege von uns. Dave. Podcaster-Kollege. Also nee, der ist auch aktiv. Die beiden ersten David Lee Roth Solo-Platten sind richtig, richtig klasse. Okay, aber zurück zu KISS. Ja, also da haben sie halt ohne Maske gespielt und Unmasked Tour. Nein, das weiß ich gar nicht. Also ich bin nicht so der riesen KISS Fan. Also ich mag jetzt nicht, dass jetzt Detroit, irgendwie gesagt wird, ist ein gutes, tolle Sachen. Strutter war das erste Lied, das ich mit meiner Schülerband 1984, die damals noch überhaupt keinen Namen hatte, da habe ich mir meinen ersten Bass gekauft, 84. Und Strutter war das erste Lied, was wir gecovert haben. Strutter. Ah. Also wenn man KISS-Fan ist, dann muss man mit Bela B. reden, der ist ein großer KISS-Fan. Und ja, stimmt, der wohnt ja um die Ecke. Der wohnt ja auch da. Und also KISS immer noch, ist natürlich... Habt ihr mal den KISS-Film? Ja, natürlich, öfter. Phantom of the Park. Fantastisch. Natürlich, großartiger. Boah. Den müssen wir mal zusammen gucken. Ja, den müssen wir mal... Den müssen wir erstmal hernehmen und dann würde ich ihn mit euch gucken. Ja. Ja. KISS Phantom of the Park. Wenn es jemals da wirklich einen Audiokommentar gibt, melden bitte. Wir machen den. Wir machen den gerne, ja. Für lau dann jau. Auf jeden Fall. Thorsten, mit der Xbox One X wird die PlayStation 4 ziemlich alt ausschauen.
Die Playmobil, er sagt, er schreibt, wird die Playmobil Station 4. Playmobil Station 4. Haha, ich kann keine Frage erkennen. So, weiter geht's. Naja, welche Moment, Comics? Moment, was ist deine Haltung? Was meinst du denn? Hallo? Ich ja. habe eine PlayStation 4 Pro und alte Augen. Das heißt, das passt alles. Ja. Weil ich müsste mir jetzt schon eine Bifokalbrille kaufen, um irgendeine bessere Grafik noch mitzukriegen. Das ist schon, ich bin aber ein PlayStation Kind. Ja. Von mir aus könnten die noch 4 Framerates zurückgehen. Ich würde immer noch PlayStation definitiv. 4 spielen. Und ich bin kein Xbox-Freund. Mein Sohn schon, ich nicht so. Weil es ist so, ich finde den Controller auch klobig. Und ich mag die PlayStation. Da steht schon schwarzes, kantiges Gerät. Ich kann mir Blu-Rays angucken. Und fertig ist die Laube. Ich zocke. Und ich zocke seit, ich habe gestern schon wieder, ich bin immer noch bei Fallout 4, du zockst dir einen Wolf. Da hast du jetzt diese VR-Version, das gibt's jetzt, ne? Fallout 4. Nee. Doch. Was für eine VR-Version? Verscheißerst du mich? Habt ihr die E3 nicht verfolgt? Von Fallout 4 kommt eine komplette VR-Version. Ist noch nicht raus. Nein. Nee, ist noch nicht raus. Nein. Doch. Doch. Ja. Tschüss. Ja, drehst du dich so um und spielst Orgel. Du kannst im Grunde aufhören zu spielen, weil das, wie gesagt, ist das gleiche Spiel. Sieht auch akkurat gleich aus. So, also, was ich nie mochte, das ist dieser ganze Konsolenkrieg, weißt du, also, das ist ja schon fast wie eine Religion. Ja, das war damals mit Nintendo und sehen noch, bevor die PlayStation, Sony überhaupt die PlayStation gelauncht hat. Ich habe immer. Gab's immer den Kampf zwischen, ich entschuldige mich jetzt immer, wenn ich unterbreche, hast du ganz genau. Zwischen Nintendo und Sega, ein Kampf, den Nintendo gewonnen hat, dann kam noch die Xbox. Xbox hatte ich immer Ressentiments, weil es von Microsoft war. Ja. Microsoft, das wissen wir alle, ist das Böse. Also zusammen mit das, Nestle. Mir ist das alles scheißegal. Und Hydra. Weil ich werde mir wahrscheinlich die neue Xbox auch holen. Aber was mich enttäuscht hat, war die Titel waren nö, auch vorher schon. Also ich ertrage das nicht. Wenn's dann da so Exklusivtitel nur für eine Konsole gibt, da kann ich mich lang an mich halten. Nicht. Stimmt, weil das natürlich auch so ein, das ist ein Problem, dass das ja sag ja mal, das ist halt auch so ein Gamer-Problem betrifft. Das ist eine ganz First World Problems. Ja, First World Problems. Aber ich ertrage es nicht, wenn Exklusivtitel erscheinen. Das ist das Gleiche mit Nintendo. Und Zelda und Mario Kart sind der Grund, warum man sich die Switch kauft. Und jetzt Mario Odyssey, was auch fantastisch aussieht. Leider bin ich erwachsen. Deswegen bleib leider stehe ich auch so. Ich habe eine Erwachsenenkonsole, weißt du? So ja, deine, du trägst schwarz. Tut mir leid, dass ich... trage schwarz, damit ich so eine Kiste gleiten kann. Dass ich Kind geblieben bin. Ich habe übrigens von vielen Seiten wurde mir angetragen, dass wir mal so Let's Plays machen sollen. Ich glaube, damit könnten wir echt... das wäre ein Markt, den wir doch bestücken Leute, sollen. Die uns beim Videospielen zugucken. Ja. Du weißt, was ich davon halte. Ich lade euch... Nein, Moment, da habe ich auch Bock drauf. Was für ein Spiel? Mario Kart 8. Nee. Nein. Doch, euch möchte das ich auch, wir können, das auch, wir können, aber auch gerne mal Resident Evil. Also ich schlage vor Resident Evil, dann schlage ich vor, dass wir meine vollkommen verhunzte Fallout 4 Welt mal zusammen einkehren können. Da sieht es aus wie Kraut und Rüben. Und wir sollten unbedingt Alien Isolation mit das haben wir, hab ich bei dir. Das haben wir bei dir mal geguckt. Ja, das sollten wir mit dir mal spielen. Doch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Eigentlich macht total Spaß mit euch drei. Genau. Ich werde dann immer nur Kerzen aufstellen. Du wirst dich auf dieses Ding fokussieren und dann wirst du mal schön. Genau, und wir sitzen dann dahinter und machen Geräusche über die. Kommt so von hinten so. Ja, das Alien, zieht dir die harte Jacke aus. Das machen wir. Wir haben Alien War überlebt. Also das vielleicht kann uns da Sony ja mit der Hardware aus. Wo wir gerade bei Alien, lass uns mal assoziativ bleiben, wo wir gerade bei Alien sind. Ihr beiden habt Alien Covenant gesehen. Ja. Ich habe die Alien Gouvernante, bin ich noch nicht zugekommen. Okay, gerne, ganz kurz. Ja, ging so. Ja, auch also, wieder, ne? Was ist denn jetzt? Sind in den letzten 5 Jahren alle Filme mittelmäßig geworden oder steigen unsere Ansprüche? Ja, aber es gibt tatsächlich so. Das Problem bei Alien ist, glaube ich, dass die Geschichte jetzt endlich zu Ende erzählt ist. Und was willst du? Ich habe mir nochmal den ersten nochmal angeguckt und muss sagen, dass da natürlich auch diese Klaustrophobie und dadurch, dass Cameron dadurch einen Actionfilm rausgemacht hat, dann das auch ein anderes Genre war. Diese ganze Erklärerei, diese ganze Origin-Story, ich will das alles nicht mehr wissen. Ja, genau, das ist es. Sorry. Mich interessiert das auch nicht, wo die Aliens herkommen. Was ich viel interessanter finde, ist, nachdem ich jetzt Blade Runner gelesen habe, übrigens war es eine Kurzgeschichte, die zu einem Roman umgeschrieben worden ist. Also wir hatten beide recht. Und ich habe ja gesagt, ich bin jetzt kein Fan des Films, habe das Buch gelesen. Das Buch hat marginal mit dem Film auch zu tun. Ich bin Fan des Films. Ja, sogar die Musik, die mir auf die Fackel geht. Der Film ist trotzdem toll. Ja, es gibt, glaube ich, keinen Film, der so kontrovers diskutiert wird wie Blade Runner. Allein die Tatsache, dass es so viele verschiedene Versionen gibt mit Off-Kommentar und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich mir noch mal den Trailer angesehen für Blade Runner 2. So hat meine Frau mich immer genannt. Kalter Fisch. Genau, in dem Buch lebt sie nämlich noch.
soweit ist es. Ja? Ja. Entsetzlich. Ja. Okay. Und ich glaube, dass der zweite Teil so ein, vielleicht ein bisschen mehr an die Ursprungs-, an das Source-Material, was ist das deutsche Wort? Ich gucke mir Blade Runner mal an, wenn der, bevor ich den zweiten... Ja, ich auch auf jeden Fall. Also wir geben noch eine Chance. Ich habe einmal im Jahr sollte man auf jeden Fall ein Buch von Philip K. Dick lesen. Du hast alle gelesen. Du hast aber auch habe ich alles gelesen. Du hast aber auch nicht gelesen. Du hast gesehen King Arthur. Ich habe King Arthur gesehen und muss sagen, lieber Herr Ritchie, ich weiß nicht, wer ihn da in das Drehbuch reingelabert hat. Ich weiß auch nicht, wer welche kranke Wurst als Kostümdesigner fungierte. Oder wer die Special Effects gemacht hat. Der Film ist von A bis Z auf die Eier gegangen. Die Musik ist toll von Daniel Pemberton. Das ist richtig gut. Kostümdesign ist schon wieder vollkommen daneben. Das ganze Ding hat keine richtige Handlung. Es ist auch wieder eine Origin Story, die mir nur auf die Nerven selbst geht. Selbst David Beckham kann den Film nicht retten. Gerade David Beckham. Ich finde, David Beckham sagt alles, was über den Film falsch ist, sagt er aus. Ich fand ihn enttäuschend. Er hat mich enttäuscht. Und du weißt ja, ich gehe ins Kino immer mit so einer Großmannsgeste. Ich sage, nun zeig mal für meine 11 Euro. Ja. Ich bin bereit, mich zu amüsieren. Lass kommen. Aber King Arthur also ist mir mal richtig auf dem Sender. Also gegangen. Das andere Erwartung als Gary. Gary sagt zum Beispiel, er geht ohne Erwartung ins Kino. Nicht immer. Nein, ich gehe nicht nur ohne Erwartung. Ich gehe sogar mit einem Vorschuss rein. Okay. Ich sage, ihr habt einen Film produziert, den ganzen Sommer über. Lass sehen. Ich habe jetzt zum Beispiel, wo ich total hohe Erwartungen habe, und Thorsten sicherlich auch, das ist bei S. Ja, also mir reicht das, wenn sie viermal hintereinander den Trailer zeigen. Dann gehe ich mit vollgeschissener Hose raus. Sie ist. Man sagt nicht S, man sagt Is. Oh. Ja. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich versuche da gerade noch was draus zu machen. Mit dem Ronald McDonald's Clown. Ja, genau. Oder irgendwas, aber ich schaff's nicht. Ja, also da habe ich zum Beispiel super hohe Erwartungen. Aber also es war doch auch bei Guy Ritchie, lass uns mal kurz bei Guy Ritchie bleiben. Es war doch auch so, dass er nach Lock, Stock and Smoking Barrel. Wie heißt er auf Deutsch? Lock, Stock and Smoking Barrel. Dame, Bube, König, Gras. Gras, genau. Ja, danach aber auch kein schlechter Titel. Danach kam Snatch. Der ja gut war. Jetzt wird gekackt. Von einer der schönsten Sätze der Filmgeschichte. Und danach hat er Madonna geheiratet und kackte so ein bisschen ab. Ne? Ja, da kackte er so ein bisschen ab, aber er hat ja dann Sherlock Holmes gemacht, ja, die zwei, genau. Das war auch fast tragisch, oder? Dass er Sherlock Holmes machte und dann gab es die BBC-Serie, die naja. Die können aber beide super nebeneinander. Die können beide auch. Du hast die vierte Staffel jetzt noch nicht gesehen. Nee, leider nicht. Doch. Ja. Die kam ja im Januar raus und danke nochmal an BBC, eine Serie, die im Januar ausgestrahlt wird und Ende Januar dann auf Blu-ray kommt. Liebe Leute von HBO, ich habe es bestimmt schon mal gesagt, so macht man das eigentlich auch. Genau, ich habe die synchronisierte Fassung gesehen vor 3 Wochen im Fernsehen um 22.45 Uhr alle drei Teile. Oder 21.45 Uhr über Pfingsten. Und im Laufe einer Woche, ich habe mich hingesetzt und habe sie geguckt und das war gut, also super. Also wieder schön. Die Folge mit Toby Jones, das hatte Roland hier schon gesagt, die zweite Folge, das muss man als Drehbuchautor einfach gesehen haben, um es zu glauben, was ich habe. Toby Jones, ja, das war aber gut, ne? Ja, das war fantastisch. Ja. Ich fand auch die letzte Folge total gut. Natürlich dieser Queen-Moment, wo Moriarty dann aus dem Hubschrauber aussteigt. So, I want to break free. Und ich sah es kommen, und meine Frau sagt, nein, und ich sage, doch, es passiert. Sie haben sich wirklich was einfallen lassen. Ja, haben sie. Und, also Guy Ritchie, ein Film, den ich gerne mit euch mal zusammen sehen würde, ist der, den er dazwischen gemacht hat mit Armie Hammer und dem Superman, den mag Man ich sehr, den habe ich gesehen. Ich liebe den Soundtrack, der ist brillant. Den habe ich heute noch gehört. Ja. Daniel Pemberton übrigens. Auch wieder. Ja. Haben wir den nicht zusammen gesehen, Thorsten? Den habe ich im Zug geguckt und habe mir von Amazon oder so gezogen. Ja. Ich habe den gesehen. Man von und der war stark. Also Guy Ritchie kann auf jeden Fall. Der war gut. Der war charmant. Ja, und habt ihr eigentlich jemals Rock'n'Roller gesehen? Ja klar. Ja, sicher. Echt? Sehr gut. Ja, das ist wirklich einer von den Guy Ritchie-Crime-Capers-Filme, die ich noch nicht kenne. Ja, echt. Er ist ganz gut. Er ist ein bisschen krude erzählt, aber er ist an sich nicht schlecht, ja. Also ich wünschte, er würde mal wieder so einen Film machen, aber ich kann natürlich auch verstehen, als Künstler, mal die Faxen gibt. Sherlock Holmes hatte immer noch die Schrift von Guy Ritchie, die Handschrift. Auch, ja. Das war so ein bisschen ein Guy Ritchie-Film. Und bei King Arthur haben sie ihm entweder reingelabert, bis der Arzt kam, oder aber er hat das Fingerspitzengefühl verloren oder er hat sich gedacht, scheiße, ich brauche jetzt riesige Elefanten, von Zauberern erschaffene riesige Elefanten, die mal durchtapern, die packen wir mal vorne dran.
Ja. Ey, komm. Wir müssen ein bisschen anziehen mit der Zeit. Wir sind schon mal in einer Stunde und haben noch zwei Seiten hier abzuarbeiten. Ja gut, okay, dann hau rein. Thomas schreibt, achso, nee, ich noch, welche Comics habt ihr außer Batman, Superman noch gelesen? Das führt zu weit. Luchi. Donald Duck, clever und smart, is no good. Hier könnte Hennes... Clever und smart. Clever und smart. Es gibt eine ganz seltsame Verfilmung, ne? Hast du die gesehen? Mit Erkan und Stefan auch wieder synchronisiert. Is no good. Hier könnte Hennes bei einer Realverfilmung spielen. Ja, absolut. Meine Traumrolle ist no good. Ich möchte Kalif sein. Auch gerade wieder hochaktuell. Auch wieder sehr. Danke, Gary. Oh. Und ich habe viel Gespensterkrimis gelesen. Oder Horror. Damals gab es ein Magazin namens Horror. Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben. Genau. Thomas schreibt, bitte weiter so chaotisch, unstrukturiert und spontan. Ja, denn Clickbait haben wir genug. Kein Problem. Zum einen, Bender möchte in jedem Podcast mindestens 2 bis 3 Mal den Schwarzenegger geben. Stopp, bitte einmal. Was soll ich sagen? I seen him. The pavement was his enemy. Consider that it was. Ich kann immer nur das Gleiche sagen. Look who's talking. Give the people air. The ventilator makes air. Das ist aus Total Recall. Okay. Ich schaue mir alle fremdsprachigen Filme und Serien synchronisiert an. Das liegt daran, weil ich nicht so gut Englisch spreche und wirklich entspannt den Film oder die Serie zu folgen. Musst du dich nicht Willkommen für entschuldigen. Im Club. Aber was mich tierisch nervt, ist diese, ich nenne es mal Übersynchronisierung. Muss es BB-8? Muss aus BB-8 unbedingt BB-8 werden oder aus First Order Erste Ordnung? Kann man Supreme Leader, ich weiß gar nicht, von welchem Film du redest, kann man Supreme Leader Snoke nicht als Eigenname behandeln, sondern als einen beknackten Begriff wie oberster anstatt so einen beknackten Begriff wie oberster Anführer zu erfinden? Das erinnert mich sehr an den Duktus einer dieser Bully Herbig Filmparodien, wo wir wieder beim Thema sind. Jetzt du, Hennes, als Fachmann. Neige ich dazu Überreaktion oder stört das auch euch? Mich das stört auch uns. Stört uns auch. Synchron ist eine Kunst und der Chef, der Meister, der das synchronisiert, das ist Synchronbuch schreibt, entscheidet, was man daraus macht oder halt nicht. Oder der Verleih und in dem Falle halt Disney oder macht halt aus Thor Ragnarök, Thor Tag der Entscheidung, was aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, hat mir jetzt einer geschrieben, sein muss. Das ist immer alles schade. Ach, ich habe mein iPad schon nicht, aber ich wollte euch den Chewbacca-Mann zeigen. Ich bin so ein Arschloch, echt. Nächstes Mal bringt das Arschloch den iPad mit und hält den iPad in die Kamera. Mir das fehlt iPad. Dieses universelle Nerdwissen, welches ihr besitzt. Ist nicht schlimm, du hast wahrscheinlich ein Leben und Freunde und gehst raus. Und genau, da fährst du an. Ich bin eher der Serien-Nerd. Vielleicht machst du einen astralen Rollbraten, wie als du welche Serie, du redest von Serien, die wir alle irgendwie nicht gesehen haben. Kannst du auf ein Fragmentar zu machen, also dann lese ich das vor. Gib das uringelbe Papier. Und keine Zeit. Das war vorher weiß. Mir fehlt das universelle Nerdwissen, welches ihr besitzt. Ich bin eher der Serien-Nerd. Deswegen eure Meinung zu ein paar Serien, welche bei euch selten und nicht zu sagen noch gar nicht erwähnt wurden, die ich allerdings in meinen Cäsaren-Wahn zu großartigen Serien erhoben habe. Peaky Blinders. Super Serie. Halt and Catch Fire. Bisexuelles Computer-Hochpimp-Drama. Ich habe die erste Staffel gesehen, habe mich gut amüsiert. Rectify. Keine Ahnung. Ne. The Americans, Bosch. Das sind wahrscheinlich zwei verschiedene. Harry Bosch. Americans soll ja Harry wirklich, Bosch wirklich gut sein. Ja. Harry Bosch mag ich sehr gerne, nach den Büchern von Michael Connelly. The Americans habe ich nicht gesehen. Bosch mag ich. Marco Polo. Erste Folge gesehen. Hat eine Jacke von. Ja. Kingdom weiß ich nicht. Kingdom? Was war Kingdom? Kingdom. Ist das nicht Lars von Trier? Kingdom? Nee, Kingdom ist so eine. Ist das ein Wikinger-Ritter-Gedöns? Ah, ja, das war die Dings. Ja. Du meinst die Hospital-Serie? Ja, ja, ja. Über die müssen wir auch noch mal the reden. Murder in the First, auch nicht gesehen. Mit Odyssey. Nein. Karl Ich glaube, dass du recht hast, ja. Oder soll ich sagen, Karl Hirsch? Stopp, ich schließe mal ab. Ich glaube, dass du recht hast. Das ist eine sehr, sehr gute Serie. Ja. Das Problem ist ja, man hat ja nur so wenig Zeit und so viele Serien. Ne? Man muss da schon Prioritäten setzen. Genau. Ne? Also wie ich zum Beispiel, ich habe mir jetzt die letzte Staffel von Leftovers angeguckt. Und, die ich noch sehen muss. Die du unbedingt sehen musst und die einfach großartig auch zum Ende... Karl Hirschi, das würde ich, also die Überschrift also lautet Guardians of the Galaxy Volumen 2. Habe ich geschrieben. Hennes. Kannst du das mit der Verfilmung des Fauststoffes nochmal erläutern? Die Erklärung ist ja im Gebrabbel untergegangen. Würde mich durchaus interessieren. Faust wird verführt von... Ja, von wem? Faust, ne? Mephisto Gretchen. Schönes Fräulein, darf ich fragen? Ich bin der Geist, der stets verneint. Bist du das? Nein. Ja, in der Tat. Nein. Zuerst musst du sie glauben machen, dass deine Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkommen tappst du nach allen 7 Sachen, wie ein anderer viele Jahre streift. Weißt ihr das? Ich kenne das alles. Habe nun Wirtschaftswissenschaft, vergleichende Respekt. Japanologie und BWL studiert mit heißem Bemühen.
und bin des Pudels Kern. Also, da wird ein relativ normaler, also ein Wissenschaftler Faust wird von Mephisto verführt und zu sagen, komm mit mir und du bekommst alles, das ganze Wissen von allem und dafür. So. Und das ist genau das Gleiche. Gerade hochaktuell wieder. Und das Gleiche ist, du mal mit deinem Hohen, kannst du das mal bitte care to elaborate, my friend? Und das Gleiche passiert Star-Lord mit Kurt Russell und entscheidet sich gegen die Allmacht und bleibt seinen Freunden treu. So, jetzt kommen wir zu einer, ich hoffe, das war jetzt genug erklärt. Ja, super gemacht. Lies den Faust. Grüße aus den USA, ich bin ein amerikanischer U-Boot-Offizier. Ich fange den Satz nochmal an. Grüße aus den USA, ich bin ein amerikanischer U-Boot-Offizier und ehemaliger Austauschschüler in Deutschland, 2009 oder so. Ich habe euren Podcast letzten Monat im Internet gefunden, habe alle 36 runtergeladen, zugehört. Bitte entschuldigt alle grammatikalischen Fehler. Wir sehen keine, aber gut. Ich habe nicht so viel Zeit, um Deutsch zu üben. Ja, merkt man. Du sprichst also schon, jetzt ist dein Schriftbild besser als das von Hennis. Könnt ihr ein paar Filme, Shows im letzten Jahr aus Deutschland empfehlen? Oh, und da wird es natürlich. Also, das ist Mark. Um ein dummer Ami sein Deutsch weiter üben kann. Ja, Mark Atkins. Mark Atkins. Lieutenant. Junior Grade USN. US Navy. VR. Er hat eine VR auf während der Zeit. Okay. Marc, erstmal vielen Dank. Ja, toll. Danke. Du kannst, um Deutsch zu üben, ist ganz exzellent. Aus erster Hand kann man sagen, womit du kein Deutsch üben solltest, ist Fuck You Goethe und Fuck You Goethe 2. Nein. Und du solltest sehen in der synchronisierten Fassung Hannibal. Das ist ein sehr, sehr, sehr präzises, ausformuliertes Deutsch. Und ich empfehle außerdem Sons of Anarchy, denn Martin Kessler schreibt die deutschen Dialogbücher und er bemüht sich sehr, das Amerikanische ins Deutsche zu transferieren. Das ist natürlich jetzt sehr interessant für dich als Amerikaner rauszufinden, was sind jetzt so die Unterschiede und wie. Genau. Die Deutschen haben natürlich diese Kultur der Synchronisation, das haben viele nicht. Aber ich weiß, dass Martin Kessler sehr, sehr sorgsam daran geht und sich sehr viel Mühe damit macht. Wenn es um deutsche Serien geht, ist es ein bisschen schwierig. Ich kann dir nur sagen, Pastewka. Ansonsten musst du, wenn du Deutsch gut in der Umgangssprache, würde ich Pastewka empfehlen. Ich würde dir auf jeden Fall alle Tatortreiniger ans Herz legen. Und alles, was... In Tatortreinigern wird jetzt so viel nicht gesprochen mitunter. Ich sage Pastewka. Na, Moment, die Folge mit Michael Pastewka. Mertens, die Reimfolge in der Villa, wo sie nicht rauskommen, wenn sie nicht reimen. Ach, du meinst, sollte erstmal ein bisschen deutsche Lyrik haben. Das ist ein guter Plan. Also, alle Tatortreiniger-Folgen, alles, was Bjarne Mädel gemacht hat, also auch Stromberg, du wahrscheinlich kennst als The Office, es gibt auch ein amerikanisches Office, Pastewka wirst du kennen als Curb Your Enthusiasm und ansonsten hat er auch noch gemacht Mord mit Aussicht, Bjarne Mädel, alles was Loriot gemacht hat, jeder Loriot-Film ist wunderbares, sehr, sehr schönes Deutsch. Ja, oder? So, das haben wir für dich getan. Jetzt und alles, andersrum. Was Erkan und Stefan gemacht haben. Ja. Jetzt mal andersrum. Wenn ich Ärger habe mit meinen Nachbarn, könnt ihr mit diesem U-Boot in den Rhein-Herne-Kanal kommen, dann würde ich die da hinlocken. Mann. Ich habe ihn übrigens gefragt, ob er das Boot gesehen hat. Hat mich einfach interessiert. Ja, ist auch einer seiner Lieblingsfilme. Aber es hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Es ist nicht mehr so eng, meint er. Schön. Fenster kann man ja auch noch nicht auf Kippe machen, oder? Nee, das geht immer noch. Martin Draheim schreibt, zwei Fragen. Was haltet ihr von der Nintendo NES Classic? Also meist wahrscheinlich diese kleine Neuauflage mit den 24 Spielen. Das ist süß, aber es ist so ein Retro. Wir haben zum Beispiel neulich mal versucht, wirklich Mario Kart in der N64-Version zu fahren. Das geht nicht mehr. Die Sehgewohnheiten haben sich... Thorsten, hast du mal Modern Warfare, dieses Remix da, diese Retro-Version mal gespielt? Hast du dir das geholt? Weil das gibt es jetzt gerade für 39 Euro, da habe ich zugeschlagen. Nee, ich bin momentan nicht so auf dem Call of Duty-Trip, weißt mich. Mein Sohn spielt gerne, wie heißt das, Overlord? Mhm. Das ist wirklich so eine Candy-Shop-Version von Call of Duty. Ach, das, ja. Martin Kessler spricht auch mit. Ja, das ist das Erste, er hat mal gesagt, ich muss Computerspiele in Hamburg synchronisieren. Sag ihm doch mal. Ich lasse es mit meinem Sohn als Erstes. Da bin ich wieder, ich bin mich so. Sag Martin doch mal bitte Bescheid, dass er mal vorbeikommt. Ja, Martin war vor zwei Wochen noch da, wir haben zusammen mal eine CD eingelesen, also meine ganze CD-Box. Okay, und Till Hoheneder war auch da, ein Buch komplett. Zack, von dir, wieder. Dein Buch. Von 14 Uhr bis 23 Uhr. Wo die Leute so lange. Letzten Samstag in einem Rutsch, genau. Ach so. Wo die Leute so lange genötigt haben. Und da hat Martin auch seine großen Klassiker gebracht. Ah, okay. Ich habe ihn gezwungen, dann auch mal endlich wieder Zitate zu bringen aus Filmen wie Pitch Black, wo er Dinge sagt. Wie war das noch? Scheiße, das hätte so schön gesagt. Im Kryoschlaf werden alle Instinkte abgeschaltet. Bis auf den animalischen. Kein Wunder, dass ich wach bin.
so richtig nett, weißt du, und der hat viele gute gebracht dann. Ja, so. Ja. Also Marc, und dann haben wir zusammen was gelesen, das war wunderbar. Marc, wenn du deutsche Filme guckst oder deutsche Serien guckst, dann sag doch mal, wie du es so findest von der Stimme her. Weil wenn ich jetzt einen Nicolas Cage sehe, der nicht von Martin Kessler synchronisiert wird, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir Martin Kessler jetzt kennen, mittlerweile alle. Aber wir tun Nicolas Cage damit einen Gefallen. Früher wurde er also ja von Martin Rolf Zacher synchronisiert, noch in einmal wurde er das, und zwar bei Wild at Heart. Stimmt, war nur einmal? Ja, aber wie er ihn synchronisiert hat, war wunderbar. Aber so, dass es mir richtig auf den Sender gegangen ist. Baby, ich hab gekocht! Flangenlederstiefel! Das war die Ausdruck meiner Individualität! Das wär auch schön, ne? Nicolas Cage synchronisiert von Martin Semmelrogge. Ich war mit Rolf Zacher mal in einer Sendung über Drogenmissbrauch und es war sehr schön, weil Rolf Zacher erzählte eine Geschichte, er sagte halt, wie er zum Heroin gekommen ist. Es war einfach so, dass er Dreharbeiten hatte und dann hat er sich einen Porsche gekauft für den ersten 100.000 Mark Gage. Dann hat er damit einen Unfall gehabt und ist zu Schmerzmitteln gekommen. Und über diese Schmerzmittel kam er zum Heroin. Das hat er erzählt in der Sendung. Das wurde in der Vorbesprechung besprochen. In der Sendung hat er allerdings Dinge weggelassen, in dieser Live-Sendung, in der ich auch zugegen war. Er sagt halt, naja, es war so, ich habe einen Film gedreht, hab 100.000 Mark Gage gekriegt, hab mir einen Porsche gekauft und so kam ich zum Heroin. Das hat einfach gefehlt. Wo ich so... Das ist ein falsches Signal. Du kommst vom Porsche nicht zu Heroin. Wie sind Sie eigentlich zum Heroin gekommen? Mit dem Porsche. Das ist halt... Naja, also hier nochmal die Frage, und kennt ihr das Vollplayback-Theater? Ja, ich habe sogar den ersten Auftritt vom Vollplayback-Theater gesehen, außerhalb von Wuppertal. Gute Freunde von mir und ich habe sogar das Vergnügen gehabt, da warst du auch dabei, das Vollplayback-Theater anzumoderieren. Ach so, In Essen bei der 50. John Sinclair. Und bei der Gelegenheit hat mir Jason Dark nämlich auch erzählt, wieso John Sinclair heißt. Genau. Nämlich wegen Brad Sinclair, wegen Roger Moore. Die zwei, genau. Weil er den Namen Sinclair so toll fand, deswegen. Da hat er sich das Sinclair einfach gemacht. Genau. Ich finde den Namen Sinclair auch toll. Ja. Also über das Vollplayback-Theater. Thorsten Sinclair. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten, die wir loswerden und noch ein paar Sachen, die wir in die Kamera halten müssen, die ganz wichtig sind. Ich habe vor über einem Jahr habe ich euch das Buch Lovecraft Country in die Kamera gehalten von Matt Ruff. Matt Ruff hat Sachen geschrieben wie... Sagt man nicht Country? Country. Ja. Sorry. So, das Buch ist immer noch nicht auf Deutsch erschienen. Matt Ruff hat Sachen geschrieben wie Mirage oder wie natürlich Fool on the Hill. Hill, ein Buch, was jeder lesen sollte. Lovecraft Country, da geht es um Rassismus. Country. Ja, man sagt Country. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt weiß man, so, wie ich mich fühle. Und das Buch ist immer noch nicht synchronisiert, übersetzt auf Deutsch synchronisiert. Und es wird aber eine Fernsehserie geben, die ist in Planung von der HBO, produziert von Bad Robot. Also von J.J. Abrams, und Regie wird führen Jordan Peele, der nämlich Get Out gemacht hat, der Komiker, wo es ja auch um Rassismus geht. Das hoffe ich, dass wir das nächstes Jahr sehen werden. Ansonsten, wenn ihr gut Englisch könnt, besorgt euch bitte das Buch Lovecraft Country. Ja. Sagt man nicht Country? Man sagt Country. Man sagt Country. Get Out war übrigens ganz gut. Hast du gesehen? Ich habe Get Out gesehen und es war ganz gut. Es war halt eine interessante Satire. Und es geht so um Political Correctness irgendwie. Und steht auf jeden Fall. Es kam mir aber so vor wie so eine Twilight Zone-Folge. Und auch das ist durchaus als Kompliment gemacht. Sollen wir hier noch Trailer erwähnen? Ja, warte mal. Auf jeden Fall, Lindelof Watchmen, können wir dazu sagen, wenn wir schon mal erst gesehen haben. David Lindelof, der Showrunner von Leftovers und von Lost. Der macht jetzt für HBO, das glaube ich jetzt offiziell bestätigt, macht der Watchmen. Als Serie, was sehr gut ist, weil viele Leute. Obwohl der Watchmen-Spielfilm von Zack Snyder optisch wirklich 1:1 umgesetzt war, wenn man ihm eine klare Arbeitsanweisung an die Hand gibt, kann der Zack Snyder gute Filme machen. Ja, ja, keine klarere Arbeitsanweisung als Watchmen, weil das ist ja schon quasi ein Storyboard. Ganz genau. Viele Leute haben von Batman vs. Superman auch gedacht, dass sich da irgendwas vorbereitet haben, aber... Ja, viele Leute haben dem Ganzen aber vorgeworfen, dass er natürlich unmöglich so einen Riesenstoff in zwei Stunden packen kann. Von daher ist deswegen das natürlich... Deswegen hat er auch 3 genommen. Okay, dann 3. Aber es war immer noch zu kurz. Und deswegen ist das jetzt super interessant, dass man aus diesem Watchmen-Stoff eine ganze komplette Serie macht. Da kann ja jede Figur, Es gibt ja auch schon die Vorcomics. Es gibt ja Comics, die Prequel-Comics auch. Da kann man also da sind wir wieder... Ja, ich finde Leute wie Rorschach und der Comedian, das waren großartige... Klar. Was sagen wir denn dazu? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der dunkle Kristall wird eine eigene Serie bekommen. Auch großartig. Ganz tolle Sache. Der dunkle Turm wird eine eigene Serie bekommen. Der dunkle Kristall mit den Skeksen doch wohl nicht. Doch. Und zwar von der dunkle Turm. Ja.
Von Brian Henson? Ja, der dunkle Turm. Doch, natürlich. Es wird eine Serie, klar. Ja. Der dunkle Turm? Ja. Ja. Serie? Ja. Aber der dunkle Kristall. Der dunkle Kristall. Doch, der dunkle Kristall. Du meinst der dunkle Kristall von Jim Henson. Ja, ja. Und es gibt schon, Trailer. Es gibt schon Trailer. Mach keinen Scheiß. Ja, natürlich, ja. Es gibt Trailer. Es wir können ihn mal hier zeigen. Einblenden. Es wird eine Mischung sein zwischen CGI-Effekten und sehr, sehr viel Practical. Also ja, ja, ja. Ja, Knetmasse. Sehr Knetmasse. Viel Knetmasse. Fimo. Fimo und CGI. Das ist ja, alles komplett Stop-Motion, aber von Greenscreen. Luzi, der Schrecken der Straße. Was waren da nochmal die hier? Phantomas und... wie hießen die beiden nochmal? Ja. Schröder und Schröder? Ne, wie hießen die nochmal bei Luzi, der Schrecken der Straße? Die beiden Knetmännchen. Tschechische Knetfiguren. In Köln gedreht. Also, wir freuen uns ja auf Der dunkle Kristall. Auch auf jeden Fall auch ein Kultfilm. Black Panther, den Trailer gesehen? Black Panther? Ja, Black Panther gesehen. Ja. Black Panther ist, lass mich raten, ist eine Origin-Story. Die spielt erst im exotischen Umfeld und dann wird er wohl raus müssen. Ja, ja. Sowas, ja, genau. Ich habe heute Morgen die erste halbe Stunde der neuen Preacher-Staffel gesehen. Ich habe sehr seltsam... Gibt es die neue Preacher-Staffel raus? Ja, seit heute. Nein! Ja, es ist Dienstag, wo wir das aufnehmen, seit heute. Und die erste halbe Stunde ist so wie die Comics, wie du dir immer gewünscht hast, wie die erste Staffel eigentlich... Die erste Staffel war toll. Die war toll. Sehr gewagt, weil es eben weggegangen ist von dem Comic. Und die erste halbe Stunde ist so quasi wie, als würde sie wie aus dem Comic entgegenspringen. Kommt jeden Dienstag eine neue Folge oder kann ich das normal gucken jetzt jeden hier? Dienstag. Verdammter Axt. Jeden Dienstag. Ich habe auch die erste Folge von Glow gesehen, wo wir beim letzten Mal gesprochen haben. Ja. Als ich Glow gesehen habe und gesehen habe, dass da Alison Brie, dass die blank zieht, da habe ich sofort gedacht, oh Gott, der Hennis, das überlebt er nicht. Ich habe also die nackte Alison Brie gesehen und habe sofort an Hennis gedacht. Was heißt denn jetzt blank ziehen überhaupt? Sie hat eine Nacktszene. Sie hat zwei Nacktszenen in der ersten Folge. Zwei Nacktszenen, ja. Entschuldigung. Ja. Also es ist nicht nur, weil sie toll aussieht, Alison Brie aus Annie aus Community und aus, ich zeig's dir mir, ich bin... Zugegebenermaßen ein super hübsche Frau. Von David Franco. Und die Serie macht, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, macht einen sehr guten Eindruck. Genau das, was... Und es ist nicht nur 80er, es ist nicht nur 80er Neon und ich hab gewusst, dass in der ersten Folge von Journey Separate Ways kommt. Ich wusste, dass es kommt. Also sehr, sehr schönes Ensemble. Mark Maron, die Rolle ist für Mark Maron auf Dings geschrieben. Eine ganz tolle. Also ich möchte mal darauf hinweisen, I'm Dying Up Here, eine super Serie. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, aber die wird immer besser, die Serie. Und in der nächsten Folge spielt auch Richard Pryor. Eine Figur, sondern jemand, der Richard Pryor. Super, was haben wir noch? Ich hab nur mal ganz kurz, weil jetzt gerade Better Call Saul aufgehört hat, die Staffel. Sehr genossen. American Gods hat aufgehört, die Staffel. Und was habe ich noch geguckt? Fargo. Ich hatte wirklich, dadurch, dass ich mit meiner Frau gerade die zweite Twin Peaks Staffel gucke, also die zweite von damals, gab es bei mir einen tierischen Mashup im Gehirn, weil einige Schauspieler ja aus Twin Peaks dann auch in den alten, in den neuen Serien auch mitspielen. Ich habe manchmal sehr schlecht geträumt, muss ich sagen. Ja, echt. Und ich war so froh, dass das jetzt alles vorbei ist. Ich auch heute und jetzt das Lachen an den Nachos, weißt du, das kannst du ja nicht vorstellen. Aber Twin Peaks läuft ja jetzt in der neuen Staffel, ne? Ich habe noch nichts gesehen, ich werde sie mir angucken, wenn ich die zweite Staffel auch zu Ende geguckt habe. Unser guter Freund und Kollege Roland hat gesagt, nach den ersten fünf Staffeln, er wüsste immer noch nicht, wohin die Reise geht, von daher habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten. Also, weißt du, da habe ich... Wo geht die Reise hin? Er weiß es nicht, bei Twin Peaks, bei der neuen Staffel von Twin Peaks. Ja, das kann ja auch alles explodieren. Das ist immer noch David Lynch, also weiß ich nicht. Ganz am Ende wird man wieder fragen. Der Mörder ist eine Gurke. Das kann ja alles. Die Leute laufen rückwärts. Wir haben beim letzten Mal nur ganz kurz, das ist natürlich schade, weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Ich würde total gerne, machen wir es beim nächsten Mal. Reden wir beim nächsten Mal über Jonathan Demme. Ja, bitte gerne. Weil das ist jetzt ein bisschen zu abgehakt, das möchte ich nicht. Wir wollen ja kein Remy Demi machen, wir sollten zwingend im nächsten Monat darüber reden. Ganz genau. Und ich möchte ganz kurz noch darüber sprechen, wir haben schon gestern darüber gesprochen, ich glaube wir auch, dass der Han Solo-Film einen neuen Regisseur bekommen hat. Ron Howard. Ist also Phil Lord und Chris Miller, die den Lego-Film gemacht haben, drehen nicht mehr den Han Solo-Film. Warum nicht? Weil das jetzt... Kreative Differenz? Angeblich, so kann man das sagen. Und zwar kurz vor Schluss. So fünf Minuten vor Schluss haben sie gesagt, ach, aber du weißt, wer den jetzt zu Ende dreht. Wer dreht ihn zu Ende? Ron Howard. Ron Apollo 13 Howard. Ich habe mal aufgeschrieben, was Ron Howard alles gemacht hat. Er hat die Dan Brown Filme gemacht, also mit Tom Hanks. Ja, gut. Er hat Splash gemacht mit Tom Hanks. Apollo 13 mit Tom Hanks. Backdraft. Gut. Beautiful Mind. Gut. Deswegen spielt Han Solo jetzt auch Tom Hanks. The Grinch.
Im Herzen der See. Ist der einzige, also das, ich bin derjenige, der den gesehen hat und fand den ganz gut. Ja, der muss gut, der muss ganz gut sein. Frost und Nixon ist auch ein guter Frost Film. Frost und Nixon ist fantastisch. Und Willow. Willow lieben wir alle. Ah, so schlecht oder? Ist der Typ nicht. Ja, ja. Der ist nicht schlecht. Nein, Ron Howard ist ein super Regisseur. Aber ist jetzt, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, er ist jetzt nicht so ein Regisseur, wo er ist einfach, er liefert ab. Oder? Ja, also, das ist so lustig, weil Ron Howard war früher Darsteller. Ja, das war ja Happy Days. Graffiti, da hat er mit Harrison Ford gedreht. Das ist ja kein klar. Das ja, 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 genau. Völlig klar, dass er dann ach, jetzt. Stimmt, da ist die Connection, genau. Ja, ja, klar. Ah, klar. Nee, aber, das ist nie ein gutes Zeichen, wenn irgendwie. Also, ich habe gelesen, die Jungs, dieses Regisseur-Team, die auch den Lego-Film gemacht haben, genau. Die haben gedacht, sie wurden eingestellt, um daraus eine Komödie zu machen. Und das Studio hat wohl gedacht, wir kaufen die ein, damit das so einen leichten komödiantischen Touch kriegt. Aber da hat man sich aber missverstanden. Die Disney-Leute haben aber den Lego-Film nicht was gesehen. Was ich nicht verstehe, weil das ist doch, können wir so ein bisschen so ein Film, eine Subebene, wo man sagt, da trifft ja, man sich doch Trilliarden Mal, bevor da überhaupt ein Wort geschrieben wird, bevor irgendwas. Sein. Aber das kapiere ich echt nicht, wie sowas passieren kann. Das verstehe ich. Da muss irgendeine Scheiße passieren. Wann machen wir dann eigentlich mal einen Film? Ach, ja, stimmt. So Bock, morgens um 5 aufzustehen für einen Film? So, das war's auch schon. Können wir in London machen oder so? Oder wie heißt das? Country? Ich weiß es jetzt gar nicht. Country. Lass uns einfach. Hast du noch was, Gary? Sonst müssten wir noch ein paar Sachen noch in die Kamera halten. Ich würde ganz gerne würde ich auf Farpoint das VR-Spiel für die PlayStation VR auf diesen Shooter ganz kurz eingehen, weil wir haben uns das Spiel gekauft und auch diese Knarre dazu. Und ich muss schon sagen. Ja, ich habe von Sony habe ich eine SMS gekriegt. Ich habe das vergessen, die zu beantworten. Ich hätte das auch gerne. Wahnsinnig gerne, Leute. First World Problems. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, das ist schon ein ziemlich guter VR-Shooter. Klar, nach 15 Minuten war mir wieder super schlecht. Weil man kann es ja entweder in dieser ruckhaften Version spielen, also wo das so, ne, was ja besser sein soll fürs Auge, oder man kann es in dieser fließenden Version, so wie man es von Shootern gewohnt ist, spielen. Die fließende? Und die ruckelnde? Ich habe jetzt nur das macht schon wirklich totalen Spaß. Unterbrich ihn nicht, sonst kriege ich wieder Schimpfe. Ja, genau, sonst kriegst du wieder Schimpfe. Das macht schon totalen Spaß, wenn man in so eine Höhle so reinkommt und mit einmal wird man von so Facehugger-ähnlichen Wesen angegriffen und man muss wirklich gucken und so. Muss mal gucken, ob ich Henry dabei gefilmt habe. Das sah schon dein ziemlich Sohn cool Henry. Aus. Ja, der hat dann da gesessen, weißt du, dann hat da geballert und dann einmal mal so, weißt du, und das sah schon ziemlich cool aus. Und diese Waffe, die man dann da hatte, das ist schon echt klasse. Man kann sich diese Knarre wirklich aus der Nähe so angucken. Also schon ziemlich cool. Also wie gesagt, ich schaff's immer nur 10, 15 Minuten, aber ja, absolut. Dann ist Nacho-Time. Mir war richtig schlecht. Und zwar mit Pepperonis. Feinen Stückchen. Wollen wir über das John Landis Buch beim nächsten Mal reden, weil das ist jetzt zu knapp. Ja, wir halten jetzt einfach nur noch zwei Bücher mal kurz in die Kamera. Die DVD. Genau. Die Blu-ray. Gary und Blu-ray ich haben unseren lieben Kollegen Christian Schulte-Loh besucht bei seiner Lesung in Hattingen. Das ist Christian Schulte-Loh. Ich zeige nur, wie er aussieht. Genau. Und das ist das Buch Zum Lachen auf die Insel. Christian Schulte-Loh. Hat er ein Buch geschrieben. Ja, ein wunderbares Buch geschrieben Zum Lachen auf die Insel. Er beschreibt sein Leben als Stand-Up-Komiker, wie er überhaupt zur Stand-Up-Comedy gekommen ist, warum er das als Deutscher in England macht. Super, und beschreibt sein Leben in London, wie das ist mit den Mietpreisen, wie das ist mit Brexit, wie die Eigenschaften sind, wie man als Deutscher da überlegt. Ich habe das Buch wirklich in 2 Tagen durchgelesen. Es ist für mich immer als Stand-Up-Komiker immer schwierig, ein Buch über Stand-Up-Comedy zu lesen, wie es für dich wahrscheinlich mit Drehbüchern über Drehbücher auch wahrscheinlich, man liest die jetzt nicht so gerne. Doch, ich lese auch total gerne. Sich ziemlich gut schon die Titel. Volles Fund im Linksverkehr. Weiter? Two World Wars and One World Cup. Das zum gefällt schmierigen Löffel. Herr Grashoff gerne, ja, gut, ja. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Also das Buch Zum Lachen auf die Insel kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich mal mit dem Thema Stand-Up-Comedy beschäftigen möchte und den es interessiert, wie es ist zwischen England und Deutschland, Christian Schulte-Loh. Wir haben sehr viel Spaß gehabt also, mit ihm. Ja, und, also ich habe einen großen großen Respekt vor ihm. Und wie heißt denn der andere Kollege noch, der in Henning Wehn. Henning Wehn, ja. Das sind wirklich so wirklich an vorderster Front, weil in England, wenn du da kommst und du sagst, du bist deutscher Stand-Up-Comedian, das Henning ist Wehn. Ja schon, ja. Da wirst du ja schon erstmal nicht für ernst genommen. Gut, Mittermeier hat sich halt reingegrätscht und aber ich finde das toll. Respekt, Leute. Und Paco Reiner, ja,
Paco Erhardt. Aber genau. Sag mal, können wir noch mal ganz kurz... Also wie gesagt, das ist unsere absolute Empfehlung. Kostet nicht viel, kostet 10 Euro. Unser lieber Kollege, das ist jetzt wieder QVC, wenn Leute sagen, das ist Christian Schulte-Loh, ein Buch über Stand-Up Comedy zum Lachen. Auch. Können wir noch mal ganz kurz würdigen, wie wirklich Netflix so im Alleingang so diese ganze Comedy-Szene momentan so umgräbt. Natürlich. Ich finde das so großartig, dass da mittlerweile so viele Sachen erschienen sind und vor allen Dingen, dass jetzt vielleicht auch mal die ganzen ausländischen Komiker auch mal sehen, dass in Deutschland auch ein Markt ist. Ja, und wie sehr die deutschen Komiker mit ihren Specials dagegen abkacken, auch von der Optik her und vom Dings her. Also das ist schon. Ja, ich überlege auch, dass ich so ein, ich glaube, ich mache auch ein Netflix. Dann machst du auch so ein Film. Du sagst dir jetzt mal so. Das ist so, Netflix, ich möchte, nein, ich sage da jetzt nichts zu, aber ich werde ein Netflix-Special machen, glaube ich, und dann, wenn wir das, ich möchte das so machen, das kündige ich jetzt schon an, das ist absolut, also das macht ganz normal Stand-up, ich werde auch nichts vorlesen, ich mache eine Stunde, mehr muss man ja gar nicht. Nee. Ich habe 3 Stunden Material, die packe ich dann in diese Stunde und alle Gäste, die kommen, ist Black Tie, ist angesagt. Weißer Abendkleider, Black Tie und ich werde im Schlafanzug auftreten. Das ist das einzige Gadget, das ich mache, mit einer Pulle Wasser und werde dann auch wieder, es geht im Wesentlichen darum, dass ich über die Bühne komme, um mir langsam einen Kaffee zu machen und dabei werde ich Stand-Up machen und wenn ich den fertig habe, gehe ich wieder. Ja, und super. Regie führt Sönke Wortmann oder was? Oder was hast du jetzt da gibt es keine Regie. Wie immer gibt es bei mir keine Regie. Ja, wie immer. Also ich möchte das gerne machen. Ich melde mich da jetzt schon mal an. Dafür nochmal ganz kurz 2 Bücher, weil wir über ihn gesprochen haben. Das ist die Autobiografie von Adam West. Back to the Batcave kriegt man antiquarisch. Und das war er. Adam West. Batman. The real story. Ein Buch, was ich euch auch noch ganz wichtig, noch ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich Schluss machen. Das möchte ich machen. Uwe Kopf. Die 11 Gehirne der Seidenspinnerraube. Ein Buch, worüber ich... Uwe Kopfs sardonisches Romandebüt ist brillant und zutiefst erschütternd und voller Heiterkeit. Christian Krach. Ein Buch, wo ich über den Rolling Stone draufgekommen bin, weil es einen Vorabdruck gab im Rolling Stone. Uwe Kopf war Textchef vom Rolling Stone und von Tempo und ein ganz toller Autor, ist Anfang des Jahres leider verstorben, aber er hat diesen Roman hinterlassen. Es geht um Liebe, Tod, Rory Gallagher und das Dieter Schlümpfe. Es ist sehr viel Popkultur. Wenn euch die Bücher von Heinz Strunk gefallen, dann werdet ihr das lieben. Das ist ein ganz, ganz, ganz... Und Heinz Strunk ganz ist auch tolles, eines dieser Genies. Immer noch verkannt. Ich habe gerade... Heinz Strunk ist mir immer noch zu verkannt. Nein, Heinz Strunk, die Leute rennen dem doch die Bude ein. Jürgen hat sich jetzt schon... Ich habe gerade Jürgen gehört. Also ich habe kein Buch von Heinz Strunk gelesen, sondern nur gehört. Ja. Weil man muss ihn hören. Ich möchte ihn auch hören. Und Jürgen ist wirklich auch wieder... Da ist er wieder, nachdem der Goldene Handschuh ja eher so ein schweres Werk war und toll war... Der Goldene Handschuh war kein schweres Werk. Es war nur ein Werk, da musstest du durch. Da musstest du durch, ja. Ich konnte es nicht an jedem Tag hören, ich brauche den speziellen Zustand im Kopf, habe aber das doch sehr schnell gehört und das war natürlich... Also bei der Hafenrundfahrt musste ich doch recht dran fahren. Das ist eben, Hafenrundfahrt ist halt so eine Sache, die installiert er dann absichtlich, um der Sache eine Leichtigkeit, um dir einfach eine Pause zu verschaffen. Und die, hast du auch gebraucht. Und das ist jetzt bei Jürgen halt wieder der Fall, das geht wieder wirklich sehr, sehr in Richtung Fleisch ist mein Gemüse und so weiter. Also Heinz Strunk auch ganz toll. Aber es geht hier, wie gesagt, um dieses Buch. Uwe Kopf, die 11 Gehirne der Seidenspinnerraupe. Wobei man sagen muss, dass das ein wunderschönes Buch ist. Das Rasierklinge, dieses Bett, das ist sowas. Warum mache ich so ein Bett? Das ist toll. Uwe Kopf und danke Birgit Fuß, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Uwe Kopf und Birgit Fuß, verarschst du mich jetzt hier oder was ist Birgit los? Birgit Fuß ist Redakteurin beim Rolling Stone. Ja, mein Name ist Paul Pimmel, ich bin jetzt raus. Wir sind bei 1:26. Fort von hier. Entschuldigung, Birgit. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht zu viel reingelabert und ich war nett zu Gary. Ja. Ich habe seine Kappe geküsst. Bringt Jod und heißes Wasser. Ja. 37. So, genau. Das nächste Mal, wir möchten was von euch wissen. Achso, wir machen wir machen eine Mystery Box. Wir machen eine Mystery Box. Und das geht jetzt leider nur, wenn ihr den Podcast seht. Alle, die es hören, haben jetzt leider verkackt. Schade. Versuche mich mal. Aber es gibt ja YouTube. Jeder ist YouTube. Aus welchem Film ist dieses Amulett? Ich kann das kurz beschreiben. Das Amulett sieht aus. Ich mach mir das mal ab. Er macht das mal ab, wenn es geht überhaupt. Das geht. Im Film wird das immer abgerissen, gib mir das. Schunzen! Weißt du? Keiner kümmert sich um Verschluss. Ich kann dir das beschreiben, lass es am Hals, ich zeige es. Also es sieht aus. Wie am ehesten wie ein missglückter Croissant. Ja. Oder wie ein partielles Herz auf dem Kopf, in der Mitte ein runder Fnego mit der 8 für der Unendlichkeit. Wir haben über etwas gesprochen, was ein bisschen damit zu tun hat. Ein bisschen was. Es kommt jetzt. Ach, ich darf es nicht von dem Bildschirm machen. Ich beschreibe es nochmal. Eine Lederschnur in Hennes Halsgröße, also 8 cm darunter. Ein auf den Kopf gedrehtes, stilisiertes Herz. Dicken Hals. Mit Aussparung könnte man sagen.
in der Mitte ein kleinst Medaillon in Kupfer oder Bronze, auf dem das 8, die 8 für Unendlichkeit abgebildet ist. Das Unendlichkeitszeichen. Schaut auf das Amulett. Jetzt reicht's. Ich würde gerne von euch wissen, fürs nächste Mal, welche Anfänge von Filmen ihr besonders mögt. Achso, das ist jetzt was Neues. Das ist jetzt was anderes, hat mit der Mystery Box. Ja, Moment, aber mit der Mystery Box müssen wir jetzt nur eben kurz sagen, die Lösung dann bitte über unsere Webseite. Also über die Webseite. Ein Sendeschluss ist Samstag in 8 Tagen. Ein Sendeschluss ist halt bis zur nächsten... Genau. Also nicht über Facebook, nicht über YouTube, sondern über unsere Website. Ganz genau. An die Adresse. Da. Ganz genau. Ich möchte von euch wissen fürs nächste Mal, was sind eure Lieblingsanfänge? Wie fangen Filme für euch am besten? Also Filme, die mit einem Knaller anfangen. Jetzt mal als Beispiel dieses Jahr. La La Land hatte einen super Anfang mit dem Stau. Und es gibt Filme, die fangen sofort an. Es gab dieses Jahr einen Film, der hat sogar angefangen, bevor man das erste Bild gesehen hat. Den haben wir alle drei zusammen gesehen. Schwärze. Das ist Skull Island. Achso, ja, stimmt. Ich dachte, du meinst Batman-Movie. Ja, fängt auch ähnlich an. Also Filme, die mit Knaller anfangen. Kong war wirklich auch kongenial, muss man echt sagen. Ja. Also der altert im Kopf super, finde ich. Ja. Kongenial. Den würde ich auch gerne nochmal sehen. Der kommt jetzt, glaube ich, raus auf DVD. Ne? Also auf Nö, Blu-ray. Das überspringen die. Machen direkt auf VHS. VHS, ja. So, das war wieder sehr viel Information für euch. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Egal, wo ihr das macht, ob jetzt in Afghanistan oder in einem U-Boot oder in Hünxe. Genau. So ein U-Boot, kann man da auch Mitfahrzentrale mitmachen, dass man einfach sagt, so ein Stück? Mich würde zum Beispiel mal interessieren, Blablabot. Teile. Das ist jetzt tatsächlich mal, aber von so Uber. Uber. Stimmt das? Uber. Ich muss noch. Das. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, ob das wirklich stimmt, wie in 1941 gezeigt, dass die Deutschen damals im Zweiten Weltkrieg schon mit ihren U-Boot tatsächlich vor Los Angeles standen. Nein, das machen sie nicht, glaube ich nicht. Ich glaube nämlich doch. Wir sollen uns vielleicht mal Gedanken darüber machen. Das wäre jetzt mal eine Frage an unseren U-Boot. Lieutenant. Ja, was wir uns auch fragen sollten, ist, ob wir jetzt von den ganzen Zuhörern nicht die ganze Zeit massiv verarscht werden. Da ist einer in Marvel-Studios, jetzt ein U-Boot, weißt du, die sitzen da alle in Castrop-Rauxel und schlagen sich auf die Knie und lachen sich scheckig, während wir das hier beantworten. Als nächstes kommt, nee, ich bin ja auf Klendatu stationiert, was guckt ihr gerne für Puppenfilme, weißt du? Und währenddessen sitzen die Leute, dann Grüße denken sie die Arschlöcher aber an. Grüße aus Kaschik. Ja. So. Das ist einer unserer letzten Podcasts geworden, aber ich hoffe, er war kurzweilig genug. Es ist Sommer. Also längsten. Ach so. Habe ich letzten? Längsten. Das ist auch einer unserer letzten. Man guckt doch mal in die Gesichter. Oh, verquollen wie Hulle. Verquollen wie Hulle. Da geht gar nichts mehr. Ja, gut, komm. Und das Schlusswort. Alles Gute auch beruflich. Und das Schlusswort hat wie immer der wunderbare Martin de Kessler. Da ist er. Da ist er. Da. So. Pipi machen. Ja. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch das Video, gemacht ja, das haben. Ist ja, ein Abspann, weißt du, man nennt das Abspann-Video. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner, kann man. Da unten, da. Oh, da? Da, genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, hast genau. du das, dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja. Also schön. Falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann... Man sollte das machen, dann ist man immer kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.